Hey Freunde, mach dich bereit, die lustigsten Roblox-Spiele zu sehen, die wir jemals gespielt haben. Das ist einer meiner Lieblingsspiele. Es ist ein Roblox-Süßigkeiten-Spiel. Ich habe es stundenlang gespielt. Oder hole ein Getränk um 3 Uhr nachts. Es ist unglaublich. Ihr werdet alle diese lustigen Roblox-Spiele jetzt sehen. Und nicht nur das, es gibt sogar ein neues, topgeheimes Roblox-Spiel, welches ich jedem zeigen will. Los geht's. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen im Obby Maker. Und in diesem Spiel können wir unseren eigenen Obby bauen. Zum Beispiel Boing, Boing, Boing und tada! Okay, Vitamin, jetzt du. Jetzt bist du dran. Ich komme und... Nein, also so geht das Ganze nicht. Aber Freunde, das ist natürlich ein einfacher Obby. Aber heute werden wir die schwierigsten Obbys aller Zeit bauen. Und dabei können wir jetzt... wir löschen das Ganze mal. Okay, zack. Ich teleportiere mich weg. Ciao. Oh ja, unseren eigenen Obby bauen. Freunde, wir bauen unseren eigenen Obby und Vitamine baut seinen eigenen Obby. Oh mein Gott. Und dabei haben wir jede Menge krasse Blöcke am Start. Und am Ende schauen wir mal, ob wir den unmöglichen Obby des anderen schaffen. Okay, bist du ready, Vitamine? Ich bin ready wie klassisch vorher. Ja, okay, da würde ich sagen, Freunde. Okay. Wir machen erstmal so einen chilligen Anfang, würde ich sagen. Ich meine, die harten Teile kommen danach. Wir fangen erstmal an mit so einem kleinen Ball-Obby. Hier, das ist natürlich easy peasy. Okay, aber Vitamine. Kurze ja. Frage, mit Checkpoints oder ohne? Ohne Checkpoint. Wir machen das in einem einzigen Run. Ja, ja, wir machen so. Zack, zack. Oh. Ah, jo, man kann die einfach oben rumlaufen, alles, unsichtbar. Alles wirklich in einem Run, ja? Ja, ja, ja. In einem Run müssen wir das Ganze machen. So sieht jetzt erstmal hier unser kleiner Ball-Obby aus. Aber Vitamin, das Einzige ist, du musst dein eigenes Obby auch schaffen. Also es muss möglich sein, okay? Es muss unmöglich, aber auch möglich sein, okay? Okay, jetzt haben wir mit Bällen angefangen. Oh mein Gott, Freunde. Und dann kommt dieses Hindernis. Und das hier sind Laser. Mal schauen, ob Vitamine das Ganze schaffen. Wir können das Ganze sogar so drehen, aber, alles gut, alles gut. Das passt und wir haben hier jede Menge. Okay, wir haben hier bewegende Teile, wir haben Grundteile, Special. Oh, was haben wir denn hier, Freunde? Oh mein Gott, was ist, ich bin durch meinen eigenen Parcours erledigt worden. Okay. Ja, entspann dich, Alter. Das wird der unmöglichste, oh, das bewegt sich. Das wird der unmöglichste Obby aller Zeiten. So, dann würde ich sagen, wie machen wir das Ganze am besten? Und zack. Oh, okay. Das war die falsche Richtung. So, muss einmal gelöscht werden. Okay, wie weit bist du schon? Warte mal, ich habe gerade angefangen. Wie weit ich bin? Also, wir haben noch eine Minute Zeit ungefähr, okay? Ja, trollen kannst du jemand anders. Jo, da würde ich sagen, Freund. Oh mein Gott, okay. Jetzt haben wir hier diese Blöcke. Ich darf natürlich nicht zu viel erzählen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was du hast. Wir haben hier, was ist das hier? Bewegende Lava oder irgendwie so? Können wir das Ganze jetzt hier so... Oh, was? Okay, das bewegt sich jetzt. Das bewegt sich jetzt einfach so. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, ich habe auf jeden Fall coole Blöcke gefunden bis jetzt. Was ist das hier? Drehende Lava? Okay, was benutzt das? Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Also, du wirst hier komplett ausflippen bei meinem Obby. Glaub mir das, ey. Ja. Ja, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Zack, aber es ist möglich. Es ist auf jeden Fall möglich. Also hoffe ich zumindest. Wir können jetzt überall... Oh mein Gott, okay, das ist richtig krass. Wir machen jetzt überall diese drehenden Lava-Blöcke hier. So, zack. Also wir müssen immer die Blöcke neu auswählen, ne? Ja, hallo, lässt du mich jetzt mal hier konzentrieren oder bist du die ganze Zeit am Labern? Ja, okay, wir sagen jetzt einfach 10 Minuten lang gar nichts oder was, ey. Was okay, wird das hier? Ich halte die Luft an. Nein, wieder. Nein. Okay, was haben wir hier? Ball schieben? Was ist das hier? Hier muss man so einen Ball schieben, aber wow. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay. Erzähl mal von deinen Plänen. Erzähl mal, was du vorhast. Ehrlich gesagt, nee, ich will dir gar keine Pläne erzählen. Hast du aber schon mal so ein vorgemachtes benutzt? So ein Laser mit Lasern? Nee. Wirklich nicht? Nein, wirklich gar nicht. Das glaube ich dir nicht. Oh, hä? Irgendwie, Freunde, irgendwie klappt der Obby nicht. Ah, wir müssen das Ganze erstmal zack so hinzufügen. Verblassene Treppe. Oh, nein. Ich bin durch mein eigenes Obby erledigt worden. Ah, man kann auch so rumfliegen, ne? Bist du echt runtergefallen? Warte mal. Wusstest du es nicht? Ich bin die ganze Zeit am Fliegen. Ja, jetzt weiß. Und dann kommt das hier. Aber, Freunde, wir benutzen jetzt hier noch... Oh, wo haben wir das Ganze denn? Laser. Oh, yeah. Das wird die ultimative Todestreppe hier sein, Vitamine. Okay, ich bin mal gespannt, was du da baust. Ja, darauf kannst du auf jeden Fall gespannt sein, mein Lieber, ey. Weil dieser Obby... Okay, ich glaube, ich baue den schwierigsten Obby aller Zeiten. Ich hoffe... Also, am Ende müssen wir den natürlich auch selber austesten, ne? Also, der soll auch möglich sein, mein Lieber, ne? Ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was du da zaubern willst. Ja, Freunde. Oh mein Gott, das wird die ultimative Todestreppe. Ist das überhaupt möglich? Junge, was baue ich überhaupt hier? Ich glaube, ich würde hier komplett ausrasten. Brauche ich gar nicht. Jo, Alter, das funktioniert. Was funktioniert? Sag ich dir nicht. Okay, aber du hast irgendwas mit Laser gebaut, denke ich mal, ne? Nein, ich habe bis jetzt noch keinen Laser verwendet. Ja, okay, wir haben hier einiges vorgemacht. Okay, was haben wir hier? Knopf, Kontrollpunkt,
Förderbanner gibt es sogar auch noch. Alter, es gibt ja so viele Blöcke hier, aber ne? Aber kann man eigentlich die Blöcke halt auch irgendwie farbig machen? Nee, Junge, wie soll hier kein Kunstwerk machen, Alter? Willst du ja ein Picasso-Bild machen oder was? Nee, aber ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Ja, so, Freunde, ich brauche hier keine Farbe. Das Einzige, was ich brauche, ist... Ein Moment, also eigentlich... Wow, oh mein Gott, okay, hier sollte mal runterfallen. Das sieht sehr, sehr gut aus schon mal. Zell! Wieder in den Flugmodus. Förderbandsprünge, oh yeah. Hohoho. Alter, wieder. Du wirst keine Chance haben. Du wirst gar... Ey, ich kann das nicht platzieren, ey. Okay. Einen Moment. Wie okay? Also irgendwie? Es klappt nicht. Okay, was klappt Freude. Nicht? Was machst du? Junge, ich flippe bei meinem eigenen Obby aus, bevor es überhaupt... Okay. Es funktioniert nicht, Freunde. Es will nicht funktionieren, ey. Was machst du? Ich probiere was dran zu setzen, aber irgendwie... Ah, okay, ich verstehe. Das ist gut bei dir, Junge. Das ist irgendwie ein Esel, Alter. Natürlich geht's mir gut, Mann. Ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit labern soll wie du. Du bist ein Lava-Heini. Okay, Freunde, wir sind mittlerweile so weit mit unserem Hobby, aber ich will das Ganze überhaupt austesten. Okay, ob das überhaupt bis jetzt, ob das überhaupt möglich ist, ne? So, okay, dann geht man hier entlang. Joa. Okay, und dann kommen wir zu diesem tricky Part. Okay, okay. So. Wow. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob du meinst, überhaupt schaffen wirst. Ja, ich bin auch mal... Nein! Oh. Geh schon. Ah, okay. Bis dahin ging das Ganze schon. Bis dahin geht der unmögliche Obby, Junge. Du wirst ausflippen. Du wirst ausrasten und deine Tastatur und alles zerstören. Nicht gucken, okay? Das wäre unfair. Hä? Wie soll ich denn gucken? Ja, das wäre vielleicht schon mit dir. Nein! Junge, ich schaffe meinen eigenen Obby nicht, Alter. Wie soll das gehen? Ich glaube, ich habe wirklich den Unmöglichen hier gebaut. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Testest du den? Ja, okay es ist möglich. Muss man den Part den anderen zeigen erst? Nee. Also du musst aber halt selber schaffen, dass es wirklich möglich ist, ne? Was, wenn du sagst, es ist nicht möglich? Ey! Ich muss dir vertrauen, Vitamin, okay? Ich meine, wir kennen uns seit einem Monat, glaube ich, ne? Mittlerweile. Also, ich kann dir vertrauen. Eigentlich nicht. Komm schon! Okay. Es funktioniert. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten, muss ich sagen hier, ne? Okay, das hört sich gut an für mich, oder? Ja, das bedeutet, okay, wir entfernen das mal. Können wir das Ganze... wir haben es gelöscht. Perfekt, dann würde ich sagen, hoppa, so geht das Ganze. Na, okay, weil wir funktioniert es nicht. Du, die Treppe. Ah, lol, das ist so eine Treppe. Ah, okay. Oh, wow. Aber hä, warum haben wir nur so wenig Teile, Santi? Oh, da sind Teile. Okay, Planänderung. Alles muss gelöscht werden. Wir löschen aber alles. So, Freunde. Also nicht alles, also von diesem einen Parcours hier. Mit den Laserblöcken klappt das Ganze nicht, wie ich mir es vorgestellt habe. Soll ich mal gucken kommen, was du machst? Hau ab, bleib mir schön weg, ey. Runter von meinem von meiner Treppe. Okay, ich hab's schon gesehen. Drehende Lava. Oh ja, ich glaube, so klappt das Ganze vielleicht ein bisschen besser so. Zack. Oh ja. Jetzt haben wir hier ein paar drehende Lava-Blöcke. Die drehen sich im Kreis, ey. Wie wenn ich meine Karotten in den Mixer gebe. Was? Karotten im Mixer? Das hört sich aber nicht gesund an. Mein Lieber, natürlich, Alter. Das ist die komplette Vitaminbombe, Alter. Das ist mehr als gesund. Naja, meine Karotten mache ich normalerweise in den Backofen. In den Backofen? Du wolltest nicht, wieso die verbrennen, Alter? Ja? Du schickst mir immer so ein Bild auf WhatsApp mit so schwarzen Karotten und ja. Kein Wunder, wieso die immer so verbrennen, ey. Okay, ich glaube, ja, das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Sehr, sehr gut. So, dann müssen wir ein paar... Ey, was ich mit meinen Karotten mache, ist dir doch egal. Ja, entspann dich, ey. Guck mal, du darfst noch nicht ausrasten. Du musst jetzt noch deine Energie benutzen, weil das Ausrasten wird später sein bei diesem unmöglichen Obby. Alter, ich wusste gar nicht, was mit meiner Stimme möglich ist. Ja, ich bin stolz. Dankeschön. Wie alt bist du? Ich bin echt zufrieden bis jetzt. Alter Schwede, was baue ich hier, Junge? Was ist das? Welchem Leben ich schaffen? Ich schaffe meinen eigenen Obby ja nicht mal, ey. Okay, Freunde, so, bis hierhin war es möglich. So, zack. Dann, wow. Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber das ist, was habe ich denn jetzt gemacht? Manchmal ist es irgendwie schwer zu bauen, oder? Ruhe! Okay, hier bleib mal stehen. Zack, wow. Ich schaffe nicht mal den ersten Sprung. Okay, also, ich weiß nicht, ob der überhaupt möglich ist. Also, unmöglich ist schon mal ein gutes Wort für mein Obby bis jetzt. Du bist doch beim ersten Sprung? Nein, also beim ersten Sprung von hier, Alter. Okay, das ist zu schwierig. Es ist zu schwierig, Freunde. Es ist zu hart. Du wirst hier komplett ausflippen sonst noch. Ja, wir machen das aber Ganze ehrlich so. Gesagt, glaube ich nicht, weil deine Obbys waren bis jetzt immer Noob-Obbys. Ja, wir entfernen einfach mal hier ein paar Laser. Ich glaube, so soll das Ganze machbar sein. Okay, wir machen hier oben weiter, bei dieser Stelle hier. Was haben wir denn noch? Alter,
Ich hab richtig viele Blöcke, ne? Ja, wir haben mega viel. Okay, dann würde ich sagen, was ist das hier? Genau, diese Lava-Höhlen muss das sein. Was, wenn man kein Geld mehr hat? Junge, hast du keine Kohle mehr, oder was? Nee, ich nicht. Tja, ist nicht mein Problem. Okay, dann, mein Hobby ist fertig. Bist du echt fertig mit deinem Hobby? Ich kann ja nichts mehr bauen, ich hab kein Geld. Kannst du mir Geld rüberschicken? Junge, wie cool hast du ausgegeben? Ja, mein übel viel, weil ich hier ein krasses Ding baue. Okay, okay, Freunde. Was haben wir hier? Dann würde ich sagen, können wir das Ganze benutzen? Zack, boom, oh yeah. Dann kommen hier diese unmöglichen Sprünge. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Alter, wir haben hier sogar Busch hier, haben wir. Doppelte Umkehr leider. Junge, was geht hier ab? Okay, okay, dann würde ich sagen, so, ab geht es jetzt hier nach oben in die Höhe. Warte mal, wer ist Fred Busch? Aber ich, wir geben uns gegenseitig am Anfang keine Hilfen. Nö. Also, solange es möglich ist, alles... Alles top, tutti frutti. Okay, dann geht es hier weiter, Freunde. Lass uns mal kurz abchecken. Einmal kurz die Lage abchecken, ob das Ganze möglich... Ich hab mal den Fall. Okay, du bist so fluchen bei meinem. Wirklich? Ja. Okay, okay. Hä? Ich, wieso fällt man hier durch bei meinem? Ich sage nur, die böse Regentonne. Die das hört irgendwie nicht so cool an, wie ich mir vorgestellt habe. Die böse Regentonne? Ich wette, du wirst heulen, wenn du die siehst. Okay, okay. Okay, gerade heule ich selber. Du musst es auch selber schaffen. Du musst es selber schaffen. So, okay, dann würde ich sagen, Freunde, zack, ab geht es. Ab geht er, der Peter! Kennst du das? Ab geht er, der Peter! Peter! Nee, wer ist Peter? Aha, aha. Peter. Ja, okay, aber... Okay, ja, es ist möglich, es ist möglich. Ey, aber schon eine möglich. Sache. Ja. Man kann auch Schienen bauen. Mhm. Und da könnte man theoretisch drauf laufen. Ja. Machen wir aber ohne, oder? Wie ohne Schienen? Nein, ich meine, dass man cheatet. Ja, aber was für Cheaten? Also, ich habe jetzt keine Hex installiert. Was redest du da? Ich meine, dass man dann auf den Schienen läuft. Man muss schon das Minecart benutzen. Ja. Das ist Pflicht, sonst ist es unfair. Ja, ich mache meine eigene Regel bei der Obi. Interessiert mich doch nicht, ey. Ja, dann lass wir kommen zur Regenbogentonne. Oh yeah, jetzt haben wir hier diese Item schon. Okay, wieder. Aber ich würde sagen... Warum läufst du mir alles nach? Warum brauchst du jetzt auch eine Tonne? Ich weiß nicht, was du meinst mit Regenbogentonne. Ja. Sandy baut schon wieder meins nach. Okay, und dann würde ich sagen, Freunde, komm. Aber lass das Ganze nicht so lang machen. Am Ende machen wir noch ein Ziel, okay? Einen kleinen Checkpoint, wo man, den man das bewegen muss. Du hast gesagt, ohne. Ja, also ein Zielblock einfach nur, kein Checkpoint. Okay. Soll ich einen Respawn machen? Kannst du mal bitte ruhig sein? Halt die Klappe. Hey, okay. Ich würde sagen, noch eine Finales, damit du nochmal richtig ausrastest, muss am Ende nochmal kommen. Komm schon. Boom! Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht. Oh. Okay, ich hab den falsch platziert. Alter, was machst du hier unten? Hä? Wo ist er hin? Aber Vitamine, ich würde sagen, dann platzieren wir hier nochmal zum Schluss so den ultimativen Checkpoint. Also das Ziel quasi von unserem Obby. Und dann sind wir fertig. Okay, Freunde, aber du kannst so ein bisschen bauen. Ich muss das Ganze noch einmal unter die Lupe nehmen und testen, ob dieser unmögliche Obby tatsächlich überhaupt möglich ist, weißt du? Ja, okay. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit kurz, okay? Ja, bau jetzt aber jetzt nicht übertrieben lange noch hier weiter, Alter. Ja, okay, noch 3 Stunden, Mann. Nee. 3 Stunden? Wie sagst du mir 2 Stunden, okay? Ja, von mir aus, Mann. Okay, Freunde. Erstmal geht es hier über die Laser. Dann geht es hier ab auf die... Ja, auf dieses Item hier. Du darfst auch nicht zu viel... Ey! Was? Junge, Alter, ich raste aus, bevor schon dein Obby hier spielt, verdammt nochmal. Wie soll das möglich sein? Was habe ich hier gebaut, ey? Aber kann man hier? Oh, okay, es geht aber. Es ist möglich. Okay, Junge, ich habe hier den ultimativen Todes-Obby hier gebaut. Was habe ich mir hier? Wie viel Geld hast du noch übrig? 40.000 habe ich noch. Was? What the am I going on inside your head? Ja, Junge, was sagst du? Wie viel hast du? Bist du pleite gegangen oder was? Junge, ich bin bankrott. Ich habe schon Kredit aufgenommen. Junge, nimm einfach Kredit. Ey! Junge, okay, Vitamina, es gibt ja ein paar technische Schwierigkeiten bei meinem Obby, muss ich sagen. Du schaffst es also selber nicht? Doch, ich brauche nur einen. Okay, es ist möglich, es ist möglich. Ich hab's geschafft, Freunde. Bis zur Mitte hier. Oh mein Gott, let's go, Freunde. Ich glaube, Sandy wird so von ausrasten. Junge, ich raste bei meinem schon aus. Dann kommen wir hier zum nächsten. Okay, ich glaube, das ist jetzt nicht so. Alter, Junge, okay, ich will diesen Obby gar nicht mehr austesten, aber ich muss. Am Ende ist es halt nicht möglich, weißt du? So, aber ja, bis hierhin geht's. Dann geht es hier entlang. Vorsichtig. Ja, easy. Okay, bis dahin geht es. Okay. Bis dahin haben wir es ganz ausgetestet. So, wieder. Jetzt test es aber auch mal aus. Ja, jetzt Mann, Alter, test du das mal aus, Mann! Ja, Junge, bis du das wieder austestest, vergehen wieder Jahre, Alter. So, jetzt steht. Ja. Am Ende hast du nur einen Block platziert, ey, ne? Ich hoffe, du hast dir auch viel Mühe gegeben, ne? Natürlich dabei. Bei
Wow, bei deinem Obby. Mach du das mal als möglich. Muss es in einem Run fertig sein oder soll ich dir noch lieber einen Checkpoint bauen? Junge, du sollst... Übertreib dein Leben nicht, okay? Übertreib dein Leben nicht. Okay, okay, die Treppe ist... Oh nein! Okay, das Ganze ist auf jeden Fall auch schon mal möglich. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir sind schon mal hier oben angekommen, Freunde. Dann geht es... Oh mein Gott, okay. Hier entlang. Welche Richtung geht das? Ah, okay. Ah, das ist ja easy, Freunde. So, da haben wir erstmal hier so einen kleinen Teil, damit Vitamin ein bisschen chillen kann und nicht komplett ausflippt hier. Zack, okay, dann geht es hier weiter. Wie kommen wir jetzt hier? Wow, ich habe den Turm gebaut, den man nicht da oben klettern kann. Gut, dass ich das Ganze mal austeste, ne? Vielen Dank, Sandy. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Danke. Du hast doch zwei Arme. Du kannst doch hier hochklettern einfach, oder? Oder brauchst du eine Leiter? Meine Arme... So, jetzt geht es hier ab nach oben. Oh mein Gott, wir kommen zu diesen Jumps hier. Okay, okay, wir sind mittlerweile am Ende. Okay, das ist kein Problem. Aber, Freunde, jetzt kommen wir doch zur Rainbow-Strecke. Okay, die ist gar nicht mal so schwer. Alles, dreht sich. Ab geht es hier drauf. Und dann, Freunde, haben wir es geschafft. Let's go, Freunde. Das war jetzt hier mein Obby. Ja, also, ich habe meinen eigenen Obby geschafft. Das bedeutet, das Ganze ist möglich. Der unmögliche Obby von Sentex Roblox ist damit fertig. Okay, ohne Moment, ich bin jetzt auch gleich fertig. Ich kann mich schon mal teleportieren zu dir, ne? Nee, lass mal. Okay, okay, okay. So, ich brauche jetzt nur noch das Ende und dann ist das Ende Ende. Verstehst du? Okay, Sandy, nun komme ich zu dir. Und willkommen, Vitamine, zu meinem unmöglichen Parcours. Okay, ich würde sagen, stopp. Junge, bleib mir schön fern. Vitamine, kurzes Interview. Bist du bereit? Wie hast du dich auf den heutigen Tag vor? Okay, 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 es geht los. Okay, aber als erstes geht es hier easy bei diesen Bällen vorbei. Ja, das ist easy. Dann kommen wir. Okay, zu Lasern. Erster Fail. Fail Nummer 1 von Vitamine. Okay, du hast noch mehr mit Lasern gemacht. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich habe hier einen Laser-Parcours. Okay, das geht aber auch. So, das wird jetzt schwierig. Okay. Das wird schwierig. Du brauchst gutes Timing. Also hier muss ich ja tatsächlich auf die Schiene, ne? Ja. Also hier kannst du drüber gehen. Ganz easy. Okay. Du brauchst gutes Timing. Oh, okay, zweiter Fail. Ba. Glaub mir, am Ende wirst du noch... vierter Fail? Ja. Bei mir wirst du gar nicht so failen. Okay, vier Stück, aber vier geht bis jetzt noch. Du bist noch am Anfang, aber... was, du hast es geschafft? Okay, ich habe so lange dafür gebraucht. Okay, jetzt geht es weiter auf die Todesbrücke. Mit Konzentration. Mit deinem Rucksack sogar gehst du noch dahin. Aber die Treppe wird sich auflösen. Okay, das war dein fünfter Fail. Ja, die Nüsse ist weg. Die Treppe verschwindet. Und mit Lasern habe ich das Ganze noch kombiniert einfach. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber das ist echt easy. Was? Also ich fand der schwierigste Part von meinem ganzen Obby, ne? Okay, warte mal. Da müssen wir mal gucken, Und sechs. Okay, Fail Nummer sechs. Junge, was geht eigentlich hier ab, Alter, hinter uns? Was geht eigentlich hier für eine Lasershow ab? Manche bauen übelst krass, ne? Weißt du, was meine Lieblingszahl nach 6 ist? 4. Nee, komm, mach mal weiter. Let's go! Ja, 7. Okay, aber ich muss sagen, so der Anfang ist, glaube ich, das Schwierigste. Also am Ende ist hier ein bisschen einfacher gemacht. Mir kann man eigentlich gar nicht failen. Ich wusste nicht, dass es nach Fails geht. Natürlich, was denn? Ja, da muss ich aber jetzt nochmal umbauen. Bei mir failst du gar nicht. Ja, okay, kannst du gerne machen. Aber wir sind mittlerweile bei einem Fail-Count von 8 angekommen. Okay, 9. Alles gut auch bei dir? Wie sieht aus, deine Stimmung von 1 bis 10? Alles easy, so. Okay, wir sind bei 10. Wir schauen schon mal oben um, Freunde. Vitamine muss nämlich auf die Todestreppe hier ab nach oben. Und dann kommen noch ein paar Laser-Parcours hier. Und 4 kommt eigentlich hier, muss ich sagen. Kurze Frage, das hast du niemals in einem Run gemacht? Nee, in einem nicht. Ja, 11. Das musst du aber doch auch probieren. Es ist möglich, der Parcours ist möglich auf jeden Fall. Wie soll ich das in einem Run machen? Da kann ich ja so lang bauen, dass du es nie schaffen würdest. Okay, wir sind bei 12 angekommen. Okay, ich glaube 13. Vitamine, rastest du schon langsam aus? Nein, aber das macht ja keinen Sinn, was du gebaut hast. Es geht darum einfach, dass der Parcours überhaupt möglich ist, dass die Sprünge möglich sind. Ich muss ja nicht in einem Run machen. Ja, aber dann ohne Checkpoint. Ja, dann schaffst du ja jetzt auch nie. Konzentration. Wir sind bei 13 Fails. Okay, wie sieht jetzt deine Stimmung aus? Ich frag nur mal nach. Okay, 15 sind wir gerade. Ich roll jetzt ein paar Mal selber runter, alles gut. Was machst du? 16? Was machst du? 17? Alter, du bist... Ich mach bis 99 jetzt. 17? 19? Alter, Freund, hier sind die Counter oben. Was machst du? Ja, ich mach bis 99 jetzt hoch. 21? Alter, Junge, bist du dir so siegessicher? Ja. Der dreht schon durch. Okay, wir sind bei 25. Oh, Vitamine.
Nein! Okay, wir sind gerade bei 25. Ja, wie sieht's aus gerade? Ja, alles easy noch. Ja, immer noch alles easy. Okay, ich glaube, der schwierigste Part ist das. Oh, mit dem Cheat, okay. Okay, wir sind immer noch. Ja. Oh, nein! Alter Schwede. Okay, bis zur Treppe ungefähr kommst du, ne? Ja, aber weiter ehrlich gesagt auch nicht, weil es ein bisschen knifflig ist. Also, du kannst auch aufgeben, ne, muss ich sagen. Ja, nee, alles gut. Wenn du willst, ja, okay. 27, 28 Fails, Freunde, sind wir angekommen. Okay, ich hab bei der Treppe. Soll ich das Ganze mal mit dir ausprobieren? Hey, Hand an Hand, okay? Ja, kannst du gerne. Ja, okay, Freunde, wir probieren es mal aus. So, wir haben jetzt hier diesen Cheat-Part. Also, ich fand den auch am schwierigsten, muss ich sagen. Ich bin irgendwie probiert, immer durchzurennen. Oh, hast du es geschafft? Ja. Okay, okay, okay. Es geht weiter, Freunde. Bis zur Treppe. Die Treppe löst sich auf. Vorbei an den Lasern. Oh. Hier sehen Sie ein Vitamine. In kompletter Konzentration. Ja. Und ist gar nicht wirklich. Hey, Nummer 28. Ich hab's ausgetestet, Freunde. So, ich teste leider auch nochmal aus hier. Zack, wir gehen jetzt. Wow. So, hier entlang. Ja, wow. Schaffst du denn eigentlich nicht mal? Vitamine bei der Treppe. Wir sind bei Fail Nummer 28. Was ist sein. Oh, Plan, okay. Und, okay. Keine Chance, leider. Also, wenn du willst, kannst du aufgeben. Gibst du auf? Ja, okay, okay, ich hab's dir gesagt. Es ist der unmöglich schwierige Obby. Aber ich muss sagen, bei den Ski kommst du mittlerweile ein bisschen weiter, ne? Ja, ein bisschen. Okay, 29 sind ich. Bin gespannt, was uns bei deinem Obby erwarten wird. Und ob ich das Ganze auch überhaupt schlagen kann. Oder gleich hier komplett ausflippe, ey. Junge, du rushst hier wie ein Profi durch. Hör auf. Okay? Okay? Du musst mich konzentrieren, ich kann nicht reden. Ja, alles gut. Konzentrier dich. Und. Oh. Oh. Okay, Freunde, wir testen die Treppe auch nochmal aus. Fail Nummer 30 sind wir mittlerweile. Okay, 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 okay. Nein! Okay, keine Chance. 31. Okay, ich bin wieder bei der Treppe. Oh yeah, okay, wir sind bei Fail Nummer 31. Okay, die Treppe ist, glaube ich, dein Endgegner, ne? Ja, aber weil es sich auch kaum dreht hier, die Dinger. Die drehen sich zu langsam und die schwarzen Dinger gehen. Alles klar, die drehen sich langsam. Aber, okay, der Anfang geht, oder wie? Ja, der Anfang ist mittlerweile ganz okay, ehrlich gesagt. Ja, easy. Okay, ist nur die Treppe, ist nur die Treppe. Danach ist es wirklich nicht schwer. Nur die Treppe. Wirklich, 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 wirklich. Okay. Okay, 33. Dreht sich doch voll komisch. Aber Freunde, ich teste es nochmal auch aus. Für die Wissenschaft. Okay, Fail Nummer 33. Ja, es ist hart, es ist hart. Die Treppe ist wirklich der schwierigste Teil von diesem Obby. Muss ich zugeben, okay? Wir sind bei 34, ne? Ja. Viele, okay. Ganz schön viele schon. Okay, Hand an. Oh. Hand an Hand gehen wir jetzt hier zusammen entlang. Oh, Junge, die Schiene meisterst du jetzt aber wie ein Zug, Alter. Fährst du da drüber, ne? Ja, ich versuch's zumindest. Ja, okay, wir sind bei 35 angekommen, Freunde. So, wie machen wir das? Wow. Okay, da kommt der Profi. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Ich. Ist da wer ein bisschen genervt? Ja, weil es nicht möglich ist! Natürlich ist es möglich! Ja, ich hab's dir gesagt, wieder. Das hier ist der Todesparcours mit der Todestreppe. Ich hab die Treppe sogar ein bisschen einfach gemacht, aber einfach war es ultra schwierig, muss ich sagen, ey. Okay, okay. Bin mal gespannt. Ich glaube, wir sind jetzt bei 37. Okay, Freunde, die Treppe. Ich glaube, man muss immer so am Rand. Oh, springen hier. Oh, ich hab's fast geschafft. Ich bin fast ganz oben angekommen. Man muss immer so ganz am Rand springen, glaube ich. Okay, 38. Oh, oh. Vitamine vs. die Treppe, Folge 54. Willkommen. Oh, okay. Ich glaube, du bist zu langsam, glaube ich, oder? Ja, super. Ich bedanke mich für die Tipps. Danke. Okay, deine Tipps sind sehr hilfreich. Oh, zack, zack. Ja, okay. Oh. 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 Nein! Du hast es fast geschafft, ey. Ja, aber leider nur fast. Okay, ja. ich glaube, das war dein 41. Fail mittlerweile, so muss ich sagen. Schon? Ja, Junge, du bist am Anfang, bist du die ganze Zeit runtergesprungen oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Oh, okay, der letzte ist echt nochmal hartnäckig. Der letzte ist echt nochmal, ja, das war sehr, sehr gemein. Hä? Was? Hat jemand dein Obby geliked? Keine Ahnung. Kannst du auch mein Obby liken? Nee. Gefällt dir der nicht, oder was? Nee, gerade nicht. Vielleicht, wenn ich es schaffe, dann kriegst du vielleicht. Okay, okay. Also ich finde den super. Okay, es ist wirklich nur die Treppe. Es ist wirklich nur die Treppe, Alter. Junge, das ist dein Endgegner einfach. Davor hast du gesagt, es ist wirklich nur die Schiene. Ja, aber die schaffst du also ja mittlerweile die ganze Zeit. Du dich nicht entscheiden, oder? Ja, ich meine, die Schiene schaffst du mittlerweile. Es ist ja nur die Treppe. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 43 Versuchen angekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe ein bisschen aufgehört zu zählen, aber. Naja, okay, wir sind bei 44. Komm, Speedrun. Speedrun! Oh Mann, ein letzter Versuch noch! Okay, letzter Versuch. Was dann? Ja,
Weiß nicht, dann gebe ich, glaube ich, auf. Ich schaff's einfach nicht. Okay, okay, Freunde. Wir sind bei 44, glaube ich, angekommen. 44 Versuche. Es ist echt hart. Okay, okay, schaut in seine Augen. Die volle... Oh? 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 Oh, nee. Oh, ich dachte... Ich dachte, du hast es geschafft. Okay. Nee, leider nicht. Okay, dann probiere ich den Rest auf jeden Fall mal. Oh ja, okay. Hier ist gar keine Förder. Also, Vitamine, du stellst dich aber auch wirklich manchmal an, ey. Hier sind nicht mal Förderbänder oder so. Okay, ja, das könnte einfach sein. Ja, ja, ja. Okay, jetzt kommen Förderbänder. Jetzt musst du ein bisschen dagegen springen quasi. Das geht aber auch noch fit, muss ich sagen. Okay, und das zeig mir mal bitte. Das hast du dir jetzt geschafft. Hä? Doch, wirklich. Okay, jetzt, let's go! So, so. Okay. So, zack, zack. Aha. Zack. Wow. Ja, okay. Vorführeffekt! Ich schon, ja, ja. Das war der Vorführeffekt, wirklich. Ich ja, davor. Ja, ja, davor habe ich es auch schon geschafft, Babal. Davor habe ich es echt geschafft, wirklich. Schau, schau, jetzt. Okay? Ja, ich gucke. Boom. Boom. Oh. Und zack. Okay, easy. Gut. Okay, jetzt bist du dran, ja? Okay, ich probiere es trotzdem und. Ach. Okay, wieder will ich würde sagen, wir belassen es dabei, glaube ich. Ja. Okay. Sieht gut aus, mal gucken. Jo, okay. Sehr. Okay, wieder. Leider schaffe ich das nicht. Wollen wir zu deinem Obi kommen? Ich würde hier nochmal kurz probieren, hier oben. Ja, alles klar, das sind so Einersprünge. Hier haben wir noch am Start. Okay. Ja, okay. Hat keiner gesehen. Alter, Freunde, das ist wirklich der unmögliche Obby hier. Was geht denn ab? Ich glaube, selbst die schaffe ich nicht mal mehr. Okay, aber... Hoppa. So, bin mal gespannt. Okay, wieder. Da würde ich sagen, Freunde. Ja, das war ein kleiner Fail, muss ich sagen, hier bei meinem Parcours. Ich bin mal aber auf deinen jetzt gespannt. Kann ich mich teleportieren? Ja, gerne. Meiner ist ehrlich gesagt gar nicht schwer. Okay, kannst gerne kommen, Setti. Oh ja, willkommen zu Vitamin ist unmöglich Parcours. Okay, dann würde ich sagen, kann ich anfangen? Ja, gerne. Okay, let's go, Freunde. Okay, du hast am Anfang auch so ein paar kleine Klosbällchen. Oh, das ist wirklich ein Minecart? Wie hast du das gemacht? Ja, aber warte mal. Alter, man kann den so, Vitamin, ich glaube. Ist das so gewollt, hier rückwärts zu fahren? Ja, okay, vorsichtig an den Laser vorbei. Alter, was hast du hier gebaut, ey? Ich hab ein bisschen schön gebaut. Hä? Kann ich in die Kanone reingehen? Oh. Nein, okay, nee, das war der erste Fail. Die ist einfach ein bisschen dekomäßig. Ja, okay, dekomäßig. Okay, Fail Nummer 1 haben wir schon mal am Start. Wie spawnen wir jetzt Minecart? Ja, eigentlich so, wenn man drauf springt, ja. Alles klar, Freunde, die Fahrt geht los. Ist es gewollt, dass man rückwärts fährt? Ja, ich dachte extra, du fährst vielleicht vorwärts. Okay. Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen hier, muss ich sagen. Okay, ich glaube. Was ist das für ein Obby, Alter? Oh, okay. Da vorne ist auf jeden Fall Neues. Du hast zu oft eins gespawnt. Ja, das kann sein. Okay, aber kein Problem. Wir fahren jetzt hier rückwärts einfach durch. Hä, man wird gar nicht durch die Laser erledigt. Nee. Nee, man kann einfach durchfahren. Okay, also irgendwie Vitamine der Obby. Was hast du hier gebaut? Ja, keine Ahnung, ich habe hier ein Fass gebaut. Okay, ist das dieser Ölfass oder diese Ölkanne? Ja, ich dachte einfach so, keine Ahnung was. Okay, wow. Nein! Und wieso wurde er gefallen? Ich glaube, war das der zweite oder der dritte Fail? Zweite, glaube ich. Okay, der zweite Fail, Freunde. So, jetzt einmal nur spawnen. Zack, wir spawnen das Ganze. Ja. Boom, steigen. Aber ich glaube, bei dem ersten Laser stirbst du. Nee, guck mal, ich fahre hier die ganze Zeit gegen. Also irgendwie... Oh! Ja, man muss selber gegen knallen. Okay. Dann würde ich sagen, Fail Nummer 3. Warte, wie viele Fails hattest du gehabt? Oh, ich glaube 100 oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Aber Freunde, wir steigen ein. Let's go. Wir gehen heute auf Klassenfahrt. Ab geht die Post. Okay. Bitte nicht. Oh, über den Laser. Okay, also nur ich darf den Laser nicht berühren, aber das Minecart darf das theoretisch noch berühren. Zack. Okay, ab geht es hier drauf. Okay, dann geht es hier in die Ölkanne hier. Ja. Okay. Ist da dann noch viel? Nein! Eigentlich danach ist gar nicht mehr viel. Ja, okay. Fail Nummer 4, Freunde. Bis jetzt ist alles noch in einem guten Rahmen, muss ich sagen. Solange wir jetzt hier nicht auf 50 Fails oder sowas kommen, können wir hier den unmöglichen Parcours von Vitamine... Was machst du da eigentlich die ganze Zeit am Rumfliegen? Weiß nicht. Alter, Junge, dieses Minecart. Ich raste bei diesem Minecart schon aus. Ja, du musst einfach aussteigen und Neues holen. Ja, okay, wir steigen aus, holen wir ein Neues. Solange wir hier kein Fail bekommen, ist hier alles easy peasy. Okay, wir fahren einfach rückwärts hier durch. Ja. Sind wir bei 5 Fails oder bei wie viel sind wir? Ich glaube, bei 4 bist du. Okay, bei 4, Freunde. Du zählst die Fails, wenn du das sagst. Okay, wir fahren rückwärts. Let's go, alle auf die und boom. Okay, das geht auch fit. Ja, easy peasy. Okay, ich muss jetzt mal hier weiterkommen als diese...
Ölkanne hier. Das ist eigentlich okay. Das einzig Schwierige, würde ich sagen. Ja, hier bin ich schon ein paar Mal gefällt. Boah! Okay, was ein Sprung, was ein Sprung. Ja. Ja, jetzt bist du da drauf. Kann man da drauf? Jetzt direkt drauf? Ja, warum nicht? Achso, achso. Oh. Oh, ey, das geht, das wusste ich nicht. Alter. Ah, oh, ich glaube, man muss am Rand da eigentlich vorbei. Okay, ja. Freunde. Ganz vorsichtig jetzt. Nein! Eigentlich geht das anders, nämlich. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, habe ich einfach gecheatet oder was? Nein, du konntest ja eh nicht hoch. Ja, okay, da hast du recht. So, dann würde ich sagen, ab geht's mit Minecraft. Fail Nummer 5 ist mir angekommen. Oh, da oben ist es noch ein bisschen was, ne? Ja, aber nicht mehr viel. So, dann einmal hier vorbei. So, per... Ich bin stecken geblieben. Mein Minecraft, das Benzin war alle, Alter. Oh. Es ging gar nichts mehr, ey, bei mir, Junge. Oh. Ja, dann müssen wir den Tanklastwagen anrufen. Ja, okay, Freund, komm schon, ey. Das sieht eigentlich so easy aus, der Parcours, ne, aber... Ich muss sagen, der bringt einen echt eigentlich an die Nerven. Ganz vorsichtig. Ja, probier den mit mir. Aber nicht crashen, bitte. Nicht crashen. So ab. Das wäre so cool, wenn man die Kanone reingehen könnte. Ich falle selber gar nicht runter. Oder kann ich aus dem Baummodus? Ah, okay, jetzt bin ich nicht mehr im Baummodus. Ja, komm wieder, Mine. Wer wird deinen Obby zu? Nein, erst schafft, okay? Ich fange auch von Anfang an, okay? Ja, okay, wir sehen uns dann. Let's go. Zack, ab geht es. Minecraft wird aktiviert. Ich dachte eigentlich. So, pop. Hast du es geschafft mit Minecraft? Nee. Achso, ja, ich bin jetzt hier in dem Fass, bin ich. Ja, in der Ölkanne. Okay, ich komme rückwärts gefahren. Ob geht's so? Ich bin auch runtergefallen. Ja, okay, das Fass ist schwierig. Das Fass ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber nein! Was? Wo bist du gefailt? beim ersten Sprung direkt schon. Ah, okay. Alter, nebenan zu ist einfach ein Troll-Obby. Ja, Troll-Obby, okay. Aber, Junge, ich will erstmal hier dein Obby schaffen. Das ist auch hier ein Troll-Obby, muss ich sagen. So, zack, jetzt hier. Ey, am Laser vorbei. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein wieder, Mine. Es kann nicht sein. Ja? Lass mich rein! Nein! Oh, wow. Jetzt hab ich ein Fail mehr wegen dir, ey. Ja, tut mir leid. Okay, du kannst vorfahren. Freunde, ich glaube, wir sind bei 8 Fails, 9 Fails. Ich weiß gar nicht. Aber wir speeden jetzt einfach. Wow. Mit dem Minecart. Wow. Vorsichtig hier nach unten. Okay, das geht der erste Part. Aber hier wird es schwer. Es ist so, Junge, man rutscht hier aus. Hast du hier noch Butter oder Öl eingeschmiert, ey? Ja, ein bisschen. Okay. Warte mal. Hä? Was denn? Okay, ich glaube, Freund. Ach, du bist da oben? Ja, ich bin einfach hochgeklettert so. Ach so? Hey, du Schubloch! Okay, und hier haben wir einen Menschen. Wohin schaut er denn, Alter? Ja, weiß nicht. So, okay, noch lebe ich. Okay, Freunde, ja, wir auch. Okay, was haben wir jetzt hier am Start? Nehmen wir ein paar Holzblöcke oder sowas. Interessant. Und so ein paar Einersprünge. Hast du geschafft? Also, was heißt First Try, aber Ende. Und let's go. Okay, jetzt um die Ecke springen, Freunde. Okay, zack. Und let's go, Freunde. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, jo, dein Obby war auch sehr, sehr schwierig. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben bei meinem Obby. Aber du hast dich auch gut angestellt. Aber Vitamine, damit haben wir einen Gewinner. Jo, leider nicht ich. Aber herzlichen Glückwunsch. Oh ja, Dankeschön. Ich muss sagen, Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Obby fandet ihr schwieriger und unmöglicher. Und wir spielen heute zusammen Get a Drink at 3 a.m. Und ich würde sagen, wir klicken sofort auf Play und... Hallo. Moin, ich bin's. Ich bin es, dein Selbstbewusstsein. Es sieht so aus, als wärst du aufgewacht, weil du zu dehydriert bist. Ja, ich bin super durstig. Du kannst in diesem Zustand nicht schlafen. Ich rate dir, etwas zum Trinken zu holen. Alles klar, eine frische Bloxy-Cola, dazu sage ich nicht nein. Sei hinterhältig und bekomme alle Enden. Oh, da sind wir jetzt hier in unserem Schlafzimmer. Yo, was geht ab? Hier in unserem Schlafzimmer hier aufgewacht. Oh ja, wir haben ein frisches Bild hier am Stirn, eine kleine Pflanze hier. Interessant und, warte mal, Mr. Beast? Das ist aber nicht Mr. Beast, Freunde. Und was ist das hier für verrückte Bilder? Okay, wir haben jetzt erstmal einen Computer. Wir können das Ganze sogar hier anschalten. Und, jo, und, was hast du getan? Warte mal, was? Und, mach den PC aus, bevor unsere Mutter kommt. Oh nein, es ist Mitte der Nacht, Freunde. Wir dürfen nicht so laut sein. Nein, unsere Mutter ist wach. Verdammt doch mal, was ist das hier? Was läuft hier? Mach den PC aus und... Oh, hey, Mama, was geht ab?
was machst du so spät? Also, ich wollte, na super, eigentlich was trinken und damit das erste Ende freigeschaltet, das PC-Ende. Okidoki, da seht ihr das Ganze, das ist hier Ende Nummer 1 hier, was wir haben. Okay, und oh, Gregs Tagebuch, Freunde, haben wir hier auch am Start. Was steht hier? Kein Computerverbot. Oh, okay, okay. Okay, den Computer sollten wir lieber nicht anmachen. Jetzt haben wir hier, oh, ein bisschen Geld. Jetzt ganz vorsichtig, unsere Mutter, alles klar, ist am Schlafen hier und wir müssen jetzt einen Drink holen. Oh, ich habe so Durst, ich habe so Durst. Oh, hier ist das Badezimmer. Wo ist die Küche, Freunde? Wo ist hier die Küche? Wir dürfen jetzt hier unsere Mutter nicht aufwecken. Ah, Wohnzimmer. Wir schauen mal ins Wohnzimmer. Haben wir hier vielleicht hier was zum Trinken? Hier. Oh, hier ist die Küche. Und da haben wir noch ein Glas, Freunde. Können wir das Ganze trinken? Komm schon, komm schon. Gluck, 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 gluck. Ah, nee. Alles klar. Wer ist er? Ein Epic Banana, lol. Alles klar, komm. Dann gönnen wir uns doch... Oh, einen Snack. Und was haben wir jetzt getan? Mama, bist du's? Wo sind wir, Freunde? Ich höre nur irgendwelche Autogeräusche. Warte mal. Banana? 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 Banana! Was geht ab? Was, geht hier ab? Alles klar, Freunde. Wir haben das... Es ist Erdnussbutter Zeit. Yeah, yeah, yeah. Das Erdnussbutter-Ende haben wir freigeschaltet. Ja, okay, ist gut. Was war das denn für ein komischer Traum? Ich habe geträumt. Das waren irgendwelche Bananen oder irgendwie sowas. Aber, ich habe so Durst hier. Oh, mein Magen knurrt vor Durst. Geht das überhaupt? Ah, hier ist, glaube ich, die Ausgangstür oder so. Okay, wir müssen... Wir gehen aber wieder ins Wohnzimmer. Oh, da ist unsere Mutter, Freunde. Alter, wie schläft die? Mama, ich glaube, so machst du deinen Rücken kaputt. Aber wir lassen sie auf jeden Fall mal schlafen. Sieht ein bisschen ungemütlich aus, aber wir gehen jetzt in den Keller hier rein und... Oh, was haben wir denn hier am Start? Okay, okay, und... Da haben wir unseren Drink, unsere Bloxy-Cola. Endlich, Freunde. Und wir, oh mein Gott, trinken das Ganze. Und warte mal, wer bist du denn? Hallo. Moin, was geht ab? Das war's? Was ist das denn für ein Ende? Er hat dich gefunden. Warte mal, was? Wer war das? Ah, vielleicht war das unser Papa, der vom Milchkommen zurückgegangen ist. Ich meine, ich warte schon seit 10 Jahren. Das ist ein ziemlich langer Weg. Aber wir gehen als nächstes mal ins Badezimmer. Und, wir haben hier ein bisschen Enten oder sowas. Alles klar. Wir haben hier noch eine andere Ente. Und, warte mal, Toilettenwasser. Und, alles klar. Wir können das Ganze nicht trinken. Ich hab so Durst. Gib mir alles. Gib mir Toilettenwasser. Irgendwas. Jo, Meister Popper ist da. Irgendwas trinken. Hier und, wir haben irgendwas zum Trinken. Was auch immer das ist. Bitte nicht trinken, Mutter. Bleichmittel. Gönnung. Gluck, 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 gluck. Oh, das tat. Das tat gut. Da haben wir das nächste Ende. Der Funny Drink. So lustig. Verdammt nochmal. Ich wurde erledigt. Hört auf zu lachen. Ich habe noch eine andere Idee. Nichts funktioniert hier. Okay, ich glaube, sie wird zwar ausrasten, aber wir müssen unsere Mutter aufwecken. Vielleicht weiß sie, ob wir irgendwas zum Trinken haben. Okay, okay. Hey, Mama, haben wir vielleicht was zum Trinken? Oh, hallo? Mama? Und ich bin's, dein Lieblingssohn. Nein! Warte mal, ich hab noch nicht mal eine Frage gestellt und das war das Ende? Naja, alles klar. Mama. Ist sie geschlafwandelt? Ich verdurste, aber vielleicht gibt es ja draußen irgendwas zu trinken. Wenn es schon in unserem Haus nichts wirklich gibt oder irgendwie sowas, können wir ja vielleicht mal nach draußen gehen oder irgendwie sowas. Aber vorsichtig sein, wir müssen ganz, ganz leise sein, damit unsere Mutter nicht aufwacht. Okay, okay, da sind wir jetzt hier draußen angekommen. Ha, hier ist ein kleines Kätzchen. Was steht da? Diese Katze hat ein Ende, yo. Ist ein Ende für mich, komm schon, kleine Katze. Was geht ab, was geht ab? Hör auf, an mein Bein zu schnüffeln. Okay, anscheinend hier nicht. Naja, dann würde ich sagen, zu dir kommen wir später. Okay, dann lass uns mal hier durch die Gassen hier gehen. Das ist ja, Junge, was ist das für ein riesengroßes Haus hier? Holy, also uns geht es auf jeden Fall gut. Aber wir haben alles im Haus. Wir haben ein großes Haus. Wir haben viel Geld, aber ich möchte doch nur was zum Trinken haben. Ich verdurste hier, verdammt. Nochmal, warte mal, wir können hier die Straßenlaterne schlagen. Was ist das? Ach, an irgendwas muss ich doch meine Aggression rauslassen. Ich will trinken und... Okay. Es sieht so aus, als würde das Licht fallen, wenn du es weiterschlägst. Ja, ja, es kommt davon. Hast du irgendwas zum Trinken oder irgendwie sowas? Komm schon. Ich glaube, alles klar, das war... Das weiß ich, hier ist eine Falltür. Können da reingehen. Oh mein Gott, warte mal. Du solltest da runterspringen. Oh, was soll dabei schon Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Hallo? Kommen wieder diese verrückten Dancing-Bananen. Yeah, yeah, Bananen, ich weiß, was ihr seid. Wir sind in den Backrooms. Heilige Makrele, ich will hier raus. Mama, ich will wieder zurück. Was?
die bestimmten gelben Gänge. Wir haben das Backrooms-Ende freigeschaltet. Ich will doch nur irgendwas trinken. Nein, da würde ich sagen, wir snacken uns ein bisschen Geld. Vielleicht wird hier irgendein Laden noch um 3 Uhr nachts offen haben. Ich will's mal hoffen. Oh, wir können sogar, das Licht anschalten. Oh, interessant. Oh, warte mal, der sieht aus wie ich. Hey, stylisches Face. Okay, was haben wir im Badezimmer? Okay, nee, das sollten wir lieber nicht trinken. Oh, wir haben hier ein paar Bobugs. Ein paar Bobugs, okay. Wir haben diese Quietsche-Ente. Können wir diesem Toilettenwasser? Komm schon, ich will trinken. Gib mir dich. Ich verdurste. Ich verdurste. Wirklich? Toilettenwasser? Das ist ziemlich sus. Wieso hängen hier so irgendwelche Bilder oder irgendwie sowas? Alter, hier hängt ein Bild von unserem Haus. Hier ist ein Among Us in freshen Sneakern. Aha. Und, oh, Eminem, was geht ab? Oh, hier liegt auch noch ein bisschen ein paar Bobugs. Bobugs, Mobugs hier. Küche endet, wenn... Okay, okay. Nee, 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 diese Banane, was auch immer da drin ist, ey. Aber ich habe irgendeinen verrückten Traum gehabt. Ich werde das Ganze nicht mehr snacken. Aber wir gehen mal draußen. Wir haben jetzt ein bisschen Cash. $30 haben wir am Start. Vielleicht wird hier irgendein Laden oder sowas offen haben. Ich meine, hier haben, Alter, das ist so eine freshe Spider-Man-Cappy, das sieht aus wie so eine Spider-Man-Cappy. Und, oh, was haben wir denn hier am Start? Das sieht mir doch sehr gut, oh, nach dem Laden aus. Okay, was haben wir hier? Wer ist das? Slenderman? Oh, das ist ein Enderman? Oder, oh, ein Mülleimer. Okay, was ist denn hier? Okay, wir haben jetzt hier den Shop oder irgendwie sowas. Okay, dann würde ich sagen, hallo. Und, oh, das ist der Speckmann. Hallo? Schönen guten Tag. Kann ich hier einen Drink kaufen? Du hast nichts in der Hand. Ja, ja, alles klar. Dann schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Für mich, um Sachen zu kaufen. Alles klar. Das bedeutet, er ist nicht der Gesprächigste. Nur wenn ich irgendwas kaufen will und... Oh, da haben wir sie, die Bloxy-Kohle. Aber, okay, ich glaube, er ist am Schlafen. Wir gehen einfach mal raus. Ohne zu bezahlen und... hallo und... Ja, einen Moment. Hast du wirklich probiert, den Laden auszurauben? Ich hatte Durst gehabt. Oh nein, er hat uns wirklich erwischt. Wir haben das Verbrechenende frech geschaltet. Mama, ich bin ein Krimineller. Jo, wieso bist du im Gefängnis? Ich war ein böser Serientäter und hab schlimme Dinge getan. Okay, und wieso bist du im Gefängnis? Ich habe eine Bloxy-Cola geklaut. Freunde, was lernen wir daraus? Immer natürlich bezahlen und niemals in irgendwelche Läden klauen und eigentlich auch nicht mitten in der Nacht alleine raus. Schleicht, aber ich habe so einen Durst, verdammt nochmal. Aber diesmal haben wir ein bisschen Geld. Oh, warte mal. Oh, wir haben einfach Geld vom Laden geholt. Und diesmal werden wir das Ganze hier bezahlen. So, einmal die Bloxy-Cola. Hier, Speckmann. Oh ja, danke schön für die Bloxy-Cola. Oh ja. Oh mein Gott. Und jetzt werden wir es genießen, Freunde. Wir haben sie gekauft. Und ich würde sagen, oh, ich werde es genießen. Meinen Drink um 3 Uhr nachts. Oh, das tat gut. Okay. Geh zurück in dein Bett. Wird auf jeden Fall gemacht, ey. Och, ich kann es kaum abwarten. Endlich, Freunde. Ach, mein Durst ist auf jeden Fall gestillt. Und ich hoffe, wir haben mal so ein neues Ende freigeschaltet, oder wie? Okay, wir gehen jetzt hier sofort nach Hause. Ach, ich bin wunschlos glücklich. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur eine freshe Bloxy-Cola haben. Aber das dürfen wir natürlich immer noch Mama nicht aufwecken. Dum, 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 dum. Schnell nach oben schleichen. Und dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier in unser Bett rein. Und da haben wir das nächste Ende freigeschaltet. Ja, wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Das Schlafensende. Du hast es geschafft. Du hast einen Drink um 3 Uhr nachts getrunken. Ey, das war der beste Laden aller Zeiten. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Das bedeutet, ja, wir holen mal wieder ein bisschen Geld, weil, Freunde, ich bin kein Krimineller. Und, warte mal, wer ist das denn? Ist das eine Mischung aus Doofen Schmierz von Phyllis und Ferb und Thaddäus? Ja, ich bin's, Thaddäus. Warte mal, können wir eigentlich das Glas holen und vielleicht dann das Toilettenwasser daraus trinken? Okay, lass uns ganz so ausprobieren. Ich weiß nicht, aber wir probieren es und... Oh, wir haben jetzt wirklich Toilettenwasser drin gefüllt. Okay, okay, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr zu diesem Laden gehen. Bis dann verdurst ich. Und deswegen trinken wir jetzt das... Oh, Toilettenwasser. Ach, ich fühle mich so gut. Und oh, okay, das Toilettenwasser war anscheinend doch nicht so gut. Wie das Toilettenwasserende. Was? Du könntest alles trinken, aber Toilettenwasser? Dein Ernst? Dann, wir haben uns wieder aus dem Haus rausgeschlichen. So, wir sind mittlerweile schon Stammkunde, ey, bei diesem Laden. Und dann würde ich sagen, Hallöchen. Schönen guten Tag und oh! Willkommen zum Convention Store. Ah, Freunde, guck mal, wir sind sogar so ein Stammkunde, dass er uns mittlerweile sogar begrüßt. Und oh, das sieht doch lecker aus, Freunde. Warte mal, wer ist er da hinten? Okay, wir haben letztes Mal die Cola geholt. Was passiert aber, wenn wir hier uns dieses super leckere Eis, was schon am Boden seit was weiß ich, wie lange da lag, jetzt holen? Schönen guten Tag und. Ja, vielen Dank für das Eiscreme. Ja, alles klar. Oh, wir können Ihnen sogar hier eine kleine Spende geben oder sowas. Oh, es gibt sogar ein Büro des Managers. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt das Eiscreme am Start und. Hä? Ist das ein Minecraft-Portal? John Cena? Was geht denn jetzt da verdammt nochmal? Yo,
Yo, John Cena und, warte mal, Bing-Kühlung? Hallo, Erdkreatur, ich bin gekommen. Ich entschuldige mich, dich zu unterbrechen bei deiner täglichen menschlichen Aktivität. Warte mal, du bist John Cena, nicht Bing-Kühlung. Was ist Bing-Kühlung für ein Name? Aber ich habe bemerkt, dass du mein Eis genommen hast. Warte mal, dein Eis? Ich verlange dir, das Eis in den nächsten 5 Sekunden zu geben. Oder du wirst die Konsequenzen tragen. mein Eis! Nein, nein, nein. Nein, wir müssen ihnen unser Eis geben. Und oh, na toll. Ja, lass es dir schmecken. Danke, Mensch. Jo, vielen Dank. Und warte mal. Nein, nein, nein. Gib mir mein Eis wieder zurück. Gib mir mein... John Cena. Nein, unser Eis ist weg. Von wo ist er denn bitte gekommen? Und ey, das kann nicht sein. Du schuldest mir 1 Euro jetzt. Ende. Die Bing-Kühlung. Verdammt. Ich will jetzt unbedingt mein Eis essen. Das Geld bekomme ich auch wieder zurück. Aber ich will jetzt unbedingt mein Eis essen. Ich habe mich jetzt so darauf gefreut. Deswegen würde ich sagen, was würde passieren, wenn wir uns das als Eis kaufen hier beim Bacon-Mann, der auf jeden Fall super Bock auf seinen Job hat und ihm das Eis jetzt nicht geben. Okay, wir haben das Ganze bezahlt und... Okay, er kommt wieder, er kommt wieder. Da ist er wieder. Er scheint wieder von diesem Portal. Ja, was geht ab hier? Aber fresh gekleidet. Fresh Anzug, muss ich sagen. Und okay, er sagt wieder. Hallo, Erdkreatur. Ich bin gekommen. Ich entschuldige mich, dich zu stören bei deinen menschlichen Aktivitäten. Ja, na, das klar. Aber diesmal, ja, siehst du das Eis und weißt du, in welchem Mund das landen wird? Ah, in meinem Mund. Ja, ja, Kollege. Da brauchst du dich nicht drüber freuen. Ich verlange, das Eis mir die nächsten 5 Sekunden zu geben. Oder du wirst die Konsequenzen spüren. Okay, ich will wissen, was die Konsequenzen sind. Ich geb dir dein Eis nicht. Kauf dir dein eigenes Eis, verdammt nochmal. Ja, siehst du das? Das wird gleich in meinem Mund landen und... Oh! Hast danach gefragt, Erdling. Oh mein Gott, was wird passieren? Was wird passieren? Ja, du fühlst dich auf einmal sehr komisch und... Ja, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ich werde einfach erledigt und das waren die Konsequenzen. Rest in peace, Freunde. Naja, dann esse ich mein Eis im Himmel eben. Wir gehen wieder ab, so hier nach draußen oder sowas. Ich frage mich, was es hier mit dieser Katze auf sich hat. Ich meine, auf dem Zettel steht ja, dass es auch hier irgendein bestimmtes Ende geben wird. Naja, aber wir gehen wieder zurück in den Shop, weil ich glaube, dort gab es auch einige Items oder irgendwie sowas, die wir theoretisch auch noch kaufen könnten. Und wir wollen natürlich jedes einzelne Ende heute zusammen freischalten. Und deswegen machen wir unseren nächtlichen entspannten Spaziergang. Und da sind wir jetzt hier angekommen und wieder zack im Shop. Schönen guten Tag. Ja, was versteht ihr eigentlich? Wir haben aufgrund von Produktmangel einen Produktmangel. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ah, alles klar. Interessant, interessant. So, Freunde. Wir haben zum Beispiel noch hier ein paar Snacks oder sowas. Okay, ein bisschen Bobucks. Alles klar, was auch immer das ist. Aber wir haben hier noch eine Besenkammer. Okay, was ist jetzt? Oh, wenn wir jetzt hier reingehen. Hä? Hallo? Wer redet da? Was ist denn da los? Und, oh mein Gott. Oh, du bist da. Nein, nein, nein. Nein, nein. Komm mir nicht näher. Wer bist du und? Hey, na, was geht ab? Hallo, hä? Ich dachte, du bist böse. Ja, du fragst dich gerade bestimmt, was gerade abgeht. Ja, genau. Es sieht so aus, als hättest du ein Ende freigeschaltet, aber es war sehr langweilig, das Ende. Okay. Und deswegen habe ich dieses Ende für dich gestaltet. Aber, naja, wer hätte das Ganze nicht gemacht? Alles, was du machen musstest, war eigentlich dort für 2 Minuten zu stehen. Ziemlich langweilig, oder? Ja, eigentlich schon, aber kann ich jetzt hier weg oder was laberst du mich jetzt hier voll? Was meinst du mit dieser Welt? Mach dir keine Sorgen darum. Freunde, was sind wir? Wir sind in irgendeinem weißen Kasten eingesperrt oder irgendwie sowas. Ach, du bist nur eingeschlafen und bist hier wieder gelandet. Okay. Wir sind im Headspace, was es in deinem Kopf ist. Ah, das sind jetzt hier unsere Gedanken, oder wie? Warte mal, du bist in meinem Kopf drin und ich bin auch in meinem Kopf drin oder irgendwie sowas? Ach, du bist wahrscheinlich hier, weil du deinen Kopf gestoßen hast oder dir wehgetan hast. Du fragst dich, wer ich bin? Nee, ich bin nichts mehr als die Repräsentation von einem Selbst in deinem Kopf. Alles klar, Freunde, das ist mir zu kompliziert. Das ist mir zu kompliziert. Geh aus meinem Kopf raus, oder bist du mein Kopf, oder? Und naja, nee, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, okay, wir können es wieder bewegen. Moin, was geht ab? Und oh ja, ich habe vergessen, dir zu sagen über diesen Ort. Was geht denn jetzt ab? Okay, Dream Sky ist der Traummann. Warte mal, was? Es läuft ein Timer? Ja, du hast einen Timer und sonst wird alles hier explodieren. Okay, ah, das ist alles, was hier in unserer Erinnerung ist. Okay, wir haben einen Baum, eine Mikrowelle, hier eine Bloxy-Cola. Okay, wenn ich du wäre, würde ich einen Weg suchen, um hier zu entkommen. Oh mein Gott, okay. Wie sollen wir jetzt hier entkommen? Wir haben hier irgendwas. Wir haben, oh, einen Baum. Okay, ein Safe. Nein, wir brauchen einen Schlüssel. Von wo kriegen wir jetzt den Schlüssel? Können wir den Kühlschrank öffnen? Können wir hier irgendwas öffnen? Ne, 20 Sekunden. Oh, oh. Warte mal, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Hier ist nichts. Hier ist ein Banana. Oh mein Gott, ich hab's, let's go, place the door to escape, zack, wir platzieren die Tür, um zu entkommen und raus, ich hab's geschafft, wir sind draußen angekommen, boah, wie cool, hä?
Haben wir jetzt ein Ende freigeschaltet? Hallo, bekomme ich jetzt ein Ende oder irgendwie sowas? Ich glaube, ja, wir haben's. Wir haben das Besenschrankende. Das war auf jeden Fall wild. Fürs nächste Ende brauchen wir wieder jede Menge Geld. Ich glaube, $35 oder irgendwie sowas. Das bedeutet, yo, Mama, ich gebe dir das Geld später. Ich leih mir das Ganze nur kurz aus. Haben wir eigentlich im Wohnzimmer noch ein bisschen Geld? Ich glaube, hier, schlaf ein, schlaf. Lebst du noch, Mama? Ich will's hoffen. Aber okay, hier, was steht hier? Aha, ich werde was hinzufügen, das ist stimmt. Oh, okay, das ist so eine kleine Spielekonsole. Oh, hier liegt Mamas Geldbörse. Okay, tschüss. Okay, okay. Oh, warte mal, nein, nicht in den Keller. So, das war jetzt die Geldbörse von Mama. Ey, ich habe mich verlaufen hier in unserem eigenen Haus. Okay, dann gehen wir wieder hier ab nach draußen. 55 Cash haben wir in der Tasche. Und damit geht es jetzt ab ein weiteres Mal in unseren Laden, Freunde. Und wir sind mittlerweile Stammkunde geworden. Ich und der Bacon sind beste Freunde. Hallo, da bin ich wieder. Ja, hallo und willkommen. Naja, ich bin müde, tschüss. Alles klar, okay, okay. Aber wir haben jetzt genug Geld. Und was können wir hier kaufen? Hier zum Beispiel, die erstaunliche Leiter. Nur 35 Bobucks. Und wir haben 35 Bobucks. Let's go. Hier, bitteschön. Ich habe einmal diese riesengroße Leiter. Kann man die kaufen? Oh, okay, wir können die kaufen. Jo, danke schön, dass du die Leiterbox gekauft hast. Alles klar, wir haben sie jetzt am Start. Und da haben wir eine riesige Leiter gekauft, Freunde. Andere sind um 3 Uhr nachts am Schlafen. Und wir kaufen uns irgend so eine Leiter. Die erstaunliche Leiter. Okay, ich bin mal gespannt, ob die wirklich so erstaunlich ist, wie es gesagt wurde. Ich meine, ich habe $35 dafür bezahlt. Und okay, wenn meine Mutter weiß, dass ich gerade ihr ganzes Taschengeld geklaut habe, um eine verdammte Leiter zu stehlen. Oh, dann wird sie mich erledigen. Warte mal, Empty Shot? Oh, wir können die Leiter, hier platzieren. Freunde, das war ein Hinweis, das Bild von der Leiter. Jetzt können wir hier nach oben gehen. Oh, da sind wir im Dachboden angekommen. Hey, wie cool ist das denn? Hier gibt es ganz viele Kartons. Baller. Okay, okay. Wir haben hier einen, so Raketenstuhl. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ansonsten haben wir ein Klavier. Können wir ein bisschen Klavier spielen. Aber ansonsten können wir wieder rausgehen. Oh, warte mal. Mysteriöser Mann im Schatten sagt... Hallo, es tut mir leid, dass ich die Angst eingejagt habe. Ich habe aber lange Zeit mehr keinen gesehen. Hallo, wer ist da im Schatten? Geh mal ein bisschen näher, okay, wir können nicht weitergehen. Aber mach dir keine Sorge. Ich werde hier nicht rauskommen. Es ist nur so, es ist sehr kalt und trocken hier. Ich kann mich nicht mal dran erinnern. Wann ich das letzte Mal was getrunken habe. Oh ja, mit dem Trinken, das kenne ich auf jeden Fall. Ich habe auch ziemlich oft Durst, aber verdammt mal, wer bist du? Kannst du dich mal zeigen oder sowas? Naja, wenn du sowieso hier bist, könntest du mir etwas besorgen, etwas zu trinken. Etwas zum Trinken an einen fremden Mann, eine fremde Person, die irgendwo im Schatten stehen und mir irgendwas sagt? Ja, na klar. Wieso nicht? Platziere sie nur auf diesem Teller. Vielen Dank, mein Freund. Okay, das bedeutet, wir will jetzt irgendwas zum Trinken haben. Können wir irgendwie näher gehen? Nee, okay. Ja, alles klar. Natürlich bringe ich an irgendeinen fremden Mann, der einfach in unserem Dachboden seit Jahren hier lebt, einfach was zum Trinken. Kein Problem. Okay, wir haben 20 Cash. Ich hoffe, das Ganze wird reichen. Wir gehen wieder in den Laden. Was muss der Bacon-Verkäufer sich denken, wenn wir hier 10-mal in der Stunde hier in den Laden kommen? Jo, ich bin's wieder. Alles klar. Du musst mich nicht immer begrüßen. Okay, ansonsten, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch so, okay, so ein paar Spielzeuge. Aha, aha, was haben wir hier? Managerzimmer, da können wir auch mal hineingehen. Aber da wollt ihr irgendwas zum Essen trinken, haben wir so ein paar Karten. Hier ist nichts. Okay, das ist Eiscreme, die Blocksicola. Oh, Kool-Aid, Pulvermilchung. Das sieht doch gut aus. Können wir da direkt... Ah, nee, okay, wir können nur ein Stück davon holen. Das bedeutet, ihr bitteschön, einmal... Ja, vielen Dank für Kool-Aid Powder. Okay, das ist irgend so ein... Das ist irgendein Pulver. Ich hoffe, ihr wird es schmecken. Ich hoffe, diesem mysteriösen Mann wird es schmecken. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück nach Hause. So, dann ab geht es. So, zack, da sind wir wieder. Die Leiter ab nach oben und ich hoffe... Okay, es wird klappen. So, er hat gesagt, wir müssen das Essen jetzt einfach nur auf den Teller tun, oder? Okay, platzieren es und... Oh, es hat geklappt. Ja, noch ein Stück brauche ich. Noch ein paar Sonderwünsche. Ey, ich bin schon komplett aus der Puste. Ich brauchte auch meinen Schlaf, ey. Es ist mitten in der Nacht, ey. Und ich bringe hier für irgendeinen so Psycho, der oben in unserem Keller wohnt oder im Dachboden, hier einfach irgendwas zum Snacken. Naja. So, da haben wir das Ganze wieder. Ich glaube, es ist ein Glückstag. Wie viel Kohle ich hier bitte liegen lasse. Ich glaube, ich bin ein sehr gern gesehener Gast, muss ich sagen. So, da haben wir das nächste. Powder, was ist eigentlich hier nebendran von dem Store? Okay, das können wir uns auch mal gleich anschauen. Vielleicht bekommen wir da das geheime Ende, Freunde. Und so, da sind wir wieder, zack, oben angekommen. Okay, ich hoffe, das Ganze wird jetzt reichen, dass wir das nächste Ende hier freischalten. Hey, mysteriöse Stimme im Schatten. Hier, ich hab dir dein letztes Stück Essen gebracht und... Oh, okay, okay, er sagt, Dankeschön.
Warte mal. Oh yeah. Warte mal, wer bist du denn? Er war der Mann im Schatten. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine gruselige, 2 Meter große Person. Auf einmal kommt da eine Ketchupflasche. Was war das? Diese Aktion wird Konsequenzen haben. Konsequenzen? Warte mal, was für Konsequenzen? Okay, wir sind wieder hier ganz normal aufgewacht in unserem Bett. Was bedeutet das Konsequenzen? Ich meine, er wollte doch irgendwas zum Essen haben und wir haben ihm doch auch sein Essen gebracht. Okay, irgendwas ist merkwürdig. Naja, wir snacken mal hier ein bisschen Geld. Vielleicht brauchen wir irgendwas. Und wir sollen nach draußen gehen. Okay, wir gehen mal nach... Oh mein Gott, nach draußen. Die Map, was? Die Flut kommt. Oh mein Gott, alles wird überflutet. Alles wird überflutet. Geh zum Laden. Okay, natürlich. Mama, ich lasse dich allein. Rest in peace. Wir gehen einfach lieber zum Laden, um uns zu retten, als unserer Mutter Bescheid zu geben. Naja, Freund, ich würde sagen, hey, da bin ich wieder und... Begrüße ich dich nicht, aber verdammt nochmal, wir haben gerade ein riesengroßes Problem. Ja, du sagst es, das Wasser steigt... Oh, Warbucks. Das Wasser steigt immer und immer mehr. Ich glaube, die Flut steigt immer und immer mehr. Zum Glück war der Manager nett genug, um mir diese Schlüssel zu geben, damit wir uns verstecken können, damit nichts passiert. Okay, okay, schnell. Öffne die Tür. Oh, Mist. Warte mal, was ist los? Keiner dieser Schlüssel funktioniert. Kollege, ich stehe hier drüben, hallo? Warte mal, wie keines funktioniert? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe einen Schlüssel gesehen. Neben der Mülltonne draußen. Beeil dich. Okay, ich beeil mich. Schnell, Freunde. Oh mein Gott, alles wird überflutet. Das Auto. Hier war der Mülleimer. Und hier, oh, hier ist der Schlüssel. Der ist schon komplett im Wasser. Das ist der Manager-Schlüssel. Was auch immer der Schlüssel draus macht. Nein, die Flut steigt. Schnell, Freunde. Okay, komm. Ja, öffne die Tür. Schnell, Freunde. Du stehst mal bitte ein bisschen im Weg und... Haben was? Oh mein Gott. Und hier kommt die Flut nicht rein. Let's go, wir sind jetzt hier... im Manager-Raum. Okay. Interessant. Ah, hier sitzt dann wahrscheinlich der Boss von ihm, von dem Mitarbeiter. Puh, das war knapp. Wir hatten echt sehr, sehr viel Glück gehabt, dass er nicht hier war. Oder, naja, es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig, dass der Schlüssel draußen lag. Ja, das glaube ich auch. Aber das Wichtigste ist, dass wir es jetzt hier tatsächlich geschafft haben. Frag nicht doch Geld. Okay, das ist die Einstellung vom Boss oder irgendwie sowas. Okay. Hey, das klingt zwar jetzt komisch, aber fühlst du dich nicht, als wäre das Ganze schon mal passiert? Also ich meine, das ist genau das Gleiche, dass es schon mal passiert ist, aber in einem anderen Universum. Nee, eigentlich nicht. Oh, oder vielleicht, ja, war es auch nur ich. Ja, ich glaube auch. Verdammt doch mal, ich wär lieber jetzt draußen. Anstatt mit dir hier eingesperrt zu sein. Der labert mich hier komplett voll. Aber ich glaube, wir sollen das ganze Ende geschafft haben, oder? Hilfe ist auf dem Weg, also hoffentlich. Ich will es verdammt aber auch hoffen. Und wir haben es geschafft. Das nächste Ende haben wir freigeschaltet. Das Flutende. Let's go. Die haben wir auch erfolgreich überlebt. Oh, das sind alle Enden. Okay, noch 3 Stück insgesamt fehlen wir uns. Okay, und dann haben wir wirklich jedes einzelne Ende freigeschaltet. Let's go. Das klingt doch sehr gut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes mal... wo haben wir das Ganze denn? Wir gehen mal ins Wohnzimmer. Ganz leise. Ich schnell in den Keller rein. Und ich glaube, hier unten, hier war irgendwas. Ein verdächtig aussehende Lüftung. Interagieren. Und, oh, warte mal. Was ist das denn hier? Okay, wir können da irgendwie nicht reingehen oder sowas. Du näherst dich einer seltsamen Lüftung. Du solltest nicht reingehen. Du solltest echt überlegen, was dort für gute Kreaturen lauern. Ich will da jetzt rein, verdammt nochmal. Ich will jetzt hier in diesen Vent rein. Was gibt's denn ansonsten hier noch zu entdecken? Ah, vermisste Person. Der Typ, der gefragt hat. Jo, wir haben ja Bowser am Start. Oh ja, warte mal, können wir das cheesen? Nee, die Käse können wir nicht essen. Aber okay, let's go. Ich will jetzt den Vent öffnen. Bitte nicht. Doch. Lass mich jetzt... Oh, wir sind drin. Oh, Among Us? Nein, ich bin nicht der Imposter. Okay, alles klar. Ihr habt gerade einen Crewmate erledigt. Was? Auf einmal war der Vent einfach einer drin. Oder er war der Imposter. Okay, wir haben das Imposter-Ende freigeschaltet. Da bin ich einmal nicht in meinem Lieblingsladen und direkt zu Hause und direkt werde ich erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zu unserem zweiten Zuhause. Und eigentlich haben wir schon fast alles gekauft in dem Laden. Aber, oh, was haben wir denn da, Freunde? Milch für 10 Bobals. Die kaufen wir uns auch. Ach, die epische Milch. Hier, bitteschön. Jo, danke schön, dass du die Milch gekauft hast. Ja, sehr, sehr gerne. Let's go. Aber, Hey, warte mal. Wer ist das da drüben? Warte mal, wo? Ich habe ihn noch nie davor gesehen. Hallo? Warte mal, Papa? Du hast die Milch gefunden, die ich seit 16 Jahren gesucht habe. Papa, du bist wieder zurück vom Milch kommen zurück. Sehr gute Arbeit, so. Ich bin wirklich stolz auf dich.
Papa, ich wusste, dass du zurückkommen wirst. Oh, du Armer, du hast 16 Jahre lang die Milch gesucht. Aber ich habe sie endlich gefunden. Vaterende, er ist tatsächlich zurückgekommen. In unserem Haus war aber auch noch irgendwas. Hier, genau, hier ist doch einfach so ein Kuchen. Warte mal, erstmal die Bobucks snacken. Was ist das hier? Die 1 Million, Besucherkuchen oder irgendwie sowas. Für 1 Million Besucher, weil das Spiel hat wahrscheinlich. Zack, die können wir snacken. Oh, ich glaube, wir haben das Monster aufgeweckt. Mit anderem Namen, wir haben Mama aufgeweckt. Hey, Mama, Sohn? Ja, ich habe gerade den Kuchen gesnackt. Ich meine, ich hoffe, das war kein Problem, oder? Was hast du nur getan? All die Zeit, die ich dafür gebraucht habe, diesen Kuchen zu machen für die 1 Million Besucherparty. Jo, mir hat's lecker geschmeckt. Ein bisschen Salz hätte auch noch gut getan, aber ansonsten war die gut. Und du hast sie einfach gegessen. Deine Aktionen werden Konsequenzen haben, Sohnemann. Oh, oh mein Gott, eine Badelatsche. Nein, oh mein Gott, Mama, nein, nein, nein. Alter, hat sie uns gerade mit einer Badelatsche geuft oder was? Wir haben das Kuchenende freigeschaltet. Oh mein Gott, für die 1 Million Visits, also die 1 Million Besucher. Ein letztes Ende gibt es noch. Und das werden wir natürlich jetzt auch noch freischalten. Da haben wir wirklich jedes Ende freigeschaltet. Aber ich mache mich wieder auf den Weg zu unserem Lieblingsladen. Und ja, wir gehen aber heute... Und... Ah, wir gehen heute mal nicht rein. Und hier steht sogar die unglaubliche Leiter ausverkauft, weil wir sie gekauft haben. Sondern wir gehen heute mal... Oh ja, den Schlüssel schnappen. Wir wissen ja, seitdem da die Flut war, dass einfach draußen der Schlüssel einfach hier liegt. Alles klar, gar nicht gefährlich oder unsicher, wenn der Schlüssel hier liegt. Und ich würde sagen, ich will jetzt hier mit dem Manager sprechen, ne? Hallo Speckmann, was geht ab hier? Okay, im Besenschrank waren wir, aber was ist, wenn wir jetzt einfach... Oh mein Gott, die Manager... Oh, Tür betreten und da sind wir beim Manager angekommen. Hallo, geschätzter Kunde. Hallöchen, Herr Manager. Warum möchtest du genau mit dem Manager sprechen? Ja, gute Frage. Ich weiß eigentlich selber nicht. Nun gut. Seit deswegen, weil du meine kostbare Zeit stehlen wolltest, werde ich nun etwas von dir stehlen. Warte mal. Also ich kann auch wieder rausgehen und... Okay, 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 nein, nein, nein. Nein, was war das denn, Freunde? Das Manager-Ende. Jetzt weißt du, was mit dem Typen letztens passiert ist, der gebeten hat, mit dem Manager zu sprechen. Warte mal, ich habe ja gar keinen Durst. Ich will gar nichts mehr trinken und... Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt alle 1, 2, 3, 17 Enden freigeschaltet. In Get a Drink at 3 a.m. Und Freunde, wir befinden uns heute zusammen in der Eat Same Color Food Challenge, wo wir nur eine Farbe wählen können und dann von dieser Farbe das Essen essen müssen. Ich will gerne den Mädchen-Shopping-Card. Was? Den Mädchen-Shopping-Card? Ja, es gibt hier auf jeden Fall... es gibt hier einen goldenen. Keule. Ja, die können wir uns auf jeden Fall alle freischalten. Und wir haben hier sogar... Oh, wir haben hier verschiedene Spuren und sowas am Start. Ein Rainbow Trail. Interessant, interessant. Aber ich würde sagen, Vitamine, es kann losgehen. Oh, wir haben sogar Haustiere. Cool, wir haben sogar Haustiere. Da ich eine orangene Karotte bin, würde ich gerne zum orangenen Team. Alles klar, ab geht es. Vitamine und ich sind jetzt im orangenen Team. Und jeder entscheidet sich für eine andere Farbe hier. Okay. Kurze Frage. Ja. Mein Popel ist orange. Darf ich den essen? Vitamine, wir gehen jetzt gleich in einen Einkaufsladen. Siehst du diesen Foodstore da drüben? Ich also, habe gerade nur einen überdimensionalen Popel. Einmal umdrehen, bitte. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Da unten ist der Laden. Und dort werden wir jetzt nur orangenes Essen. Nein! Stopp, nur orangenes Essen rausnehmen und dieses müssen wir dann essen. Das bedeutet Vitamine, kein blaues, kein gelbes und kein rotes, sondern nur orangenes Essen. Boah, so sollen wir die Candy World? Alter, ja, alle wählen. Alle wählen. Ja. Aber was ist denn jetzt nun mit dem Popel? Nee, Vitamine, du isst hier nichts. Ich würde sagen, keine Zeit verlieren. Wir holen uns direkt hier einen Shopping-Card und... Oh mein Gott. Echt, ich habe sogar ein goldenes, schau mal. Was? Hier ist sogar Rainbow. Ich glaube, dieses Rainbow-Essen kannst du auch snacken. Hä, was machen die Rainbow-Items? Ich glaube, damit bekommen wir mehr Punkte. Und wir müssen jetzt... Oh, wir haben jetzt orangene Kekse. Orangene Muffins haben wir am Start. Alles gut bei dir? Nicht Streit mit den anderen. Aber jeder... Pass auf, ey. Der kann doch nicht einfach der Lolli klauen. Oh, hier ist ein Rainbow-Lutscher. Let's go. Wir haben einen Rainbow-Lutscher und ihr seht es. Dein Einkaufswagen glitzert richtig, ne? Guck dir das mal an. Was geht ab? Hier ist ein riesen orangener Einkaufswagen, den ich essen kann.
Ey, wie haben jetzt so auf, hinterher zu rennen? Wir dürfen keine Zeit verlieren, verdammt nochmal. Denn wir haben 2 Minuten 3 Sekunden Zeit. Und wer in der Zeit die meisten Essens-Items seiner Farbe gesnackt hat, in sein Bäuchlein getan hat, der ist der Winner von dieser Challenge. Okay, Sandy, ich mach's so. Ich gehe so lange farmen, bis du sagst, wir gehen dahin, okay? Ja, alles klar, Vitamin. Das ist eine gute Taktik. Ich will sagen, was haben wir denn sonst für oranges Essen? Was hast du alles so gesnackt? Keine Ahnung. Bei mir sind alles nur Pizzakartons drin. Ja, ja, okay, bei mir auch. Eine Candy ist das. Süßigkeiten sind das. Warte, ich habe hier auf jeden Fall, warte mal, Milktoots? Was sind Milktoots? Milktoots? Sushi? Moin, moin, alles klar. Hey, boah. Oh mein Gott, guck mal, meiner ist höher, ne? Ja, Vitamin, wir sind hier da im Team zusammen. Ja, das Wichtigste ist, guck mal, die Shopping-Cards. Oh, was haben wir hier? Kaugummi oder sowas? Candy, ja? Ich glaube, es wird mir zu knapp. Ich geh schon mal wegbringen, oder? Oh, ja, ja, ich komme auch hinterher. Let's go! Oh mein Gott, mach gleich Punkte, Sandy. Wir müssen uns beilen. Oh nein. Oh ja, nein. Ihr seht es. Wir müssen natürlich erst das Essen noch zubereiten. Los, Vitamine, koch, schneller. So, dann würde ich sagen, guck, wir können das Essen... Ah, wir müssen es erst ablegen, ne? Zack, das Essen wird abgelegt und jetzt müssen Vitamin und ich, eure zwei Profiköche, des vertraut, so schnippidi schnippt ab. Zack, jetzt das Essen vorbereiten. Guck und mal, oh, ja. Weißt du, eigentlich ist es clever, wenn man zu zweit kocht, weil das dauert halt länger. Und siehst du bei Rot. Alles klar, Freunde, ich würde sagen, wir snacken direkt schon mal. Let's go. Ja. Oh, das schmeckt so lecker. Warum lässt du mich eigentlich immer die schwierige Arbeit machen? Ich hab Hunger, ich habe seit Tagen nichts gegessen. Und ich gönne mir jetzt mal wieder das orangene Essen. Denti? Ja? War da gerade was Salziges dabei? Warte mal, was? War da was Salziges im Essen? Ja, ein bisschen Salz war das, ja? Ja, da war's Kuppel. Hey, Vitamin, wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Ich mache doch schon, ich kann nicht schneller. Ja, okay, ich helfe dir, ist ja gut. Okay, Freunde, wir müssen jetzt hier das... Sandy, ess lieber, oder? Was? Ja, was denn jetzt? Ich weiß, du bist der Chef. Ja, Profi, Koch, hätte ich gesagt. Okay, ess du. Iss, stopf alles in deinen Mund rein, solange es noch geht. Du musst mir aber mit Essen helfen, ich schaff das niemals. Stopf, Junge, stopf. Sandy, komm, wir schaffen das, auf den Platz 1 zu holen. Denkst du? Rot ist auf Platz 1 gerade. Oh mein Gott, warte mal, wie viel haben die? Oh mein Gott, 68 hat Rot, Alter. Ich koche. Oh mein Gott, die letzte Sekunde. Koch, Junge! Hau den Herd an. Oh mein Gott, die haben die eingeholt. Sandy, also. Das Ding ist, die haben nichts mehr. Die haben nichts mehr zu kochen. Oh mein Gott, mein Bauch platzt gleich. Wir nehmen hier das ganze Essen und wir haben let's go. Ey, wir haben es einfach wirklich ganz genau geschafft, ne? Orange Team hat gewonnen. Okay, wir brauchen Pink. Komm, Pink. Schnell, let's go. Jetzt wäre Pink, liebes Mal. Die erste Runde habe ich schon mal gewonnen. Wir können uns hier im Shop sogar... Oh, wir können sogar ein goldenes Shopping-Card kaufen, würde ich sagen. Kaching, let's go. Wir kaufen das Ganze. Okay, welche Map sollen wir als nächstes wählen? Sushi-Bar. Geht es in die Sushi-Bar. Yeah, wir gehen uns ein bisschen Sushi. Freunde, schreibt in die Kommentare. Liebt ihr auch Sushi? Und warte mal, haben wir jetzt das goldene Card am Start? Weißt und let's go. Hallo? Ich habe noch nie Sushi in meinem Leben gegessen. Wirklich? Nee, wirklich nicht. Alter, ja, da wird Zeit, da würde ich sagen, schnapp dir das ganze Sushi immer in den Roblox, weißt doch, du? Ich hab besser als nichts. Weißt oh du, ja. Ich hab das Fertig-Sushi immer gegessen. Ja, ich weiß, aber das frische Sushi hier schmeckt doch viel, viel besser, oder? Warte mal, wir sind pink, ne? Ja, alles klar, Freunde. Wir sind jetzt hier... Farbe, ja, die anderen Farben waren alle schon weg, ey. Wir hatten keine Zeit mehr. Aber let's go, Freunde, ich würde sagen, boah, also bis jetzt, wir haben hier pinke Croissants am Start. Boah, Lila hat viel. Lila hat schon mal ein bisschen mehr als ich. Boah, Lila hat richtig viel. Warte mal, echt? Ja, ja, beide von Lila. Okay, haben richtig viel in ihrem Einkaufswagen. Okay, ich würde sagen, lieber Kunde, Kasse 3 öffnet für Sie. Los, beeil sich. Boah, oder gibt's hier weniger? Ja, irgendwie schon. Ich habe auch so wenig, ne? Ja. Ich habe auch nicht so viele Rainbow Essens. Also, weißt du, aber auch, es fühlt sich nach ein bisschen wieder auf, ne? Ja, ja. Oh, moin. Alter, ich hab echt nichts. Ey. Das ist mein Essen. Ich verstehe nicht, was du bei mir machst, Mann. Ey, ich verstehe nicht, was du bei... Alter, wir können einfach hier so rumsliden. Okay, Vitamin, ich glaube, das wird schwierig, das Ganze hier zu gewinnen. Okay, du sagst, wann wir zurückfahren, ja? Wir brauchen mehr Essen. Die anderen haben viel mehr Essen. Ey, guck doch mal an, Alter. Ich hab safe mehr als die anderen. Jo, ja, bei mir sieht's... Ja, in Ordnung. Ich hab immerhin so ein Rainbow-Snack. Ja, du kannst hier gerne kochen. Ich komme später zum Essen danach, okay, ne? Okay, ich hab... Ey, die haben alle nichts. Selbst Lila hat weniger als wir. Ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Denk okay. an die Zeit, mein Freund. Ja, ich hab nicht so viel irgendwie. Okay, aber ich komm. Wir können ja sonst theoretisch mal umdrehen, ne? Und dann nochmal was snacken. Ja, wir können immer wieder was holen, aber... Ey, guck mal, ich alleine habe ja schon jetzt einen größeren Stapel als Lila. Ja, okay, ja, das stimmt. Okay, alles wird abgelegt. Boom, aber Lila geht nochmal shoppen, habe ich gesagt. Und
Wir können uns hier schnell das ganze Sushi weg. Ja, leckeres, lilanes, nee, pinkes Sushi ist das, ne? Pinkes. Und Rainbow Sushi, aha, sehr, sehr interessant. Vorzügliches Essen, Freunde, let's go. Willst du auch mal ein bisschen probieren? Ja, ich will gerne mal was probieren. Ja, gönn dir, gönn dir, gönn dir. So, zack. Alter, Junge, also du musst die Essen in den Mund nehmen, nicht dran lecken, bitte. Du bist Sushi ist falsch. Was machst du? Verschluck. Alles gut bei dir? Eieiei. Kannst du nicht mehr essen, oder wie? Nee, nicht mehr. Und guck mal, wir sind jetzt gerade Platz 1, ne? Dann soll ich nochmal shoppen gehen oder sowas? Nein, Cindy, guck mal, du hast 40 Sekunden nur noch. Ja, okay, du hast recht. Aber die sagen, schnell, wir müssen alles kaufen. Boah, Blau hat auch einen großen Stapel vor sich. Ja, die sind gut am Snacken. Okay, Schwarz fängt gerade erst an. Oh, Lila. Ich glaube, Alter, guck mal, Freunde, wir haben alle fast gleich viel Punkte, ne? Ich glaube, oh mein Gott, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Freunde, wer wird die Colors Challenge gewinnen? Wir machen schon Essen. Schmecken die Sushis? Ja, die sind lecker. Wollen wir nochmal tauschen? Warte, 20 Sekunden. Ja, okay. Es sind nicht mehr viele. Let's go. Schnell. Snack. Oh mein Gott, Freunde, ja. Es geht halt übelst schnell, ne? Ja. Und okay, es ist alles leer. Essen fertig. Oh, jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass die anderen nicht genug Essen haben. 68! Oh, haben wir erreicht. Und tja, Lila, guck mal, das Essen ist doch im Einkaufswagen. Sie checkt das gar nicht. Let's go! Okay, Rot! Rot, komm zu Rot! Sandy, wir haben noch Zeit. Was ist mit dir los? Ab geht es in Team Nummer Schwarz. Was können wir uns noch alles hier im Shop gönnen? Oh, ich würde sagen, sollen wir mal probieren, in den Supermarkt zu gehen? Dann hätten wir jede Map einmal hier durchgespielt. Ab geht es in... Okay. Ins Candy World. Ah, ins Candy World. Ich nehme auch mal den. Oh, hast du den auch, die goldene, ne? Ja, ich hab den auch. Praktisch. Okay, ansonsten, Freunde, gibt's hier noch irgendwas im Shop, was wir uns gönnen können? Was ist das denn hier? Alter Schwede, den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Katsching, let's go. Ab geht's. Und okay, da würde ich sagen, schnell. Chefkoch Sandex kümmert sich hier um, Alter, die ganzen Rainbow-Süßigkeiten. Ja, ich bin auch übelst am Rainbow-Items sammeln. Ja, okay, ich würde sagen, ab geht es, Freunde, zack. Wir sammeln als erstes so die ganzen Rainbow-Dinger. Oh, wir haben hier, was ist die, so schwarze Schokolade oder so, ne? Ja, oh, guck mal hier oben, Alter, hier sind immer noch viele. Bisschen Schokolade. Was ist deine Lieblingsschokolade? Magst du so weiße oder bitter oder? So ganz normale, so Vollmilch. So leckere Milchschokolade. Ich müsste da mal los, Vollmilchschokolade kaufen. Weißt du, was ich feier? Karamellschokolade. Jetzt mal ganz ehrlich, hat sich dafür jemand interessiert? Ja, was sagst du mir das? Alles klar, Vitamine, ich würde sagen. Naja, okay, dann. Ich kauf gar nichts mehr, weißt du was? Ich kauf gar nichts mehr jetzt. Ja, okay, dann geh nach Hause endlich. Ja, dann verlieren wir halt beide die Colors Challenge. Wie viel hast du bis jetzt? Ich spiele alleine durch das Spiel. Ja, okay. Merkt euch die Wörter, Freunde. Was Vitamin gesagt hat. Am Ende wird er wieder rummeckern. Die Wörter. Und weißt du, Sandy, du bist mir überhaupt keine Hilfe. Guck dir mal deinen komischen kleinen Korb da an. Warte mal, ich werde gleich beim Essen hier alles kochen, weißt du? Ja, der Einzige, den du wieder arbeiten lässt, bin ich. Ja, ich werde mir schön das Essen in meinen Mund genehmigen und schön wegsnacken alles. Die ganze Süßigkeit. Warte mal. Jo, was geht ab, Kollege? Ja? Ne? Alles klar, High Five. Ich muss ja schließlich wieder arbeiten. Ja, los, ab an die Arbeit. Wofür bezahle ich dich hier Vitamin überhaupt? Du bezahlst mich nicht mal. Du trittst mir in den Po. Ja, dann das ist genug Bezahlung, oder nicht? Oh mein Gott, Sandy, warte kurz. Ich muss erst schnell die Rainbow Items kochen und dann kannst du deine absetzen, okay? Alles klar. Was, du bist schon dabei? Ja, jetzt kannst du deine absetzen. Ja, ich bin unterwegs. Alles klar, Leute. Einen Moment, ich bin unterwegs. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass du die Zeit ein bisschen außer Acht lässt. 60 Sekunden. Ey, guck mal, Team Blau. Oh, ich hatte Team Blau bei uns ablegen. Das wäre krass, ne? Ja, okay, geh du essen. Boah, das wird ein Riesenturm. Okay, wer hat den höchsten Turm? Ich glaube, wir, ne? Ja, kann sein. Das Ding ist, wir müssen halt unbedingt die roten Teller essen, weil die geben uns mal... Was hat Rot denn für einen Turm? Was? Guck mal, den roten Turm an. Oha, aber... Aber die schaffen es locker nicht. Die schaffen das safe nicht mehr, Mann. Glaube ich auch nicht. Die haben viel zu viel Essen gekauft. Ja, da macht doch immer nur einer Eis, weißt du? Verstehst du? Also, das macht halt keinen Sinn, weil man übel schnell isst. Ja, Vitamine, ich mein Mund ist voll. Ich kann nicht so die ganze Zeit reden mit dir. Esse einfach schneller, Mann. Verdammt, oh, ich esse doch schon meinen Magenplatz hier. So. Guck mal, Alter, wir haben zu viel, wir haben aber auch zu viel. Oh mein Gott, 56. Oh mein Gott, wir müssen grün noch einholen. Grün, schnell. Koch. Oh mein Gott, ich bin doch schon am Kochen. Koch, schneller. Oh, ja, oder nein, wir werden verlieren. Nein. Wir werden verlieren. Nein, wir schaffen das nicht. Was? Oh mein Gott, du hilfst mir aber auch nicht mit dem Kochen. Nein, oh mein Gott, aber so knapp, ne? Okay, ich würde sagen, weißt du, was dabei hilft, Vitamine? Ein Haustier, was wir uns öffnen. Let's go, wir öffnen uns ein Haustier und wir bekommen
Ein Fuchsi hier. Weißt du, was ich hab? Ja, ja, hau aus. Schweinchen und Kühe. Freunde, ich bin's, euer Profikoch. Yeah, wir haben jetzt einfach so einen Profi-Hut einfach auf. Und ich würde sagen, wir kaufen uns doch mal hier, let's go, ein Rainbow Shopping Card. Okay, und wir gehen jetzt in der letzten Runde, ich bin in Team Rot, in unterschiedliche Teams. Ich bin im Team Grün. Oh ja, so, meine Haustiere, bringen die überhaupt irgendwas, die Haustiere, wenn wir die equippen? Hä? Warte mal, das ist übel unfair, ich habe gar keinen Freund, ne? Was? Als ob bist du alleine? Oh, schwarz nee. Ist noch, geh zu Schwarz. Okay, oder zu Lila, oder zu Lila. die hat keine Lust auf dich, glaube ich. Ey, Alter, jetzt mal im Ernst, wollen die nicht mit mir spielen? Ich weiß nicht, wie ich damit... Aber du hast gar nicht zu meinem Kochhut gesagt. Oh, warte mal. Oh, der okay. Ey, der sieht echt cool aus. Ja, steht der mir, sagst du? Ja, sehr schön gemacht. Okay, okay. Let's go, ab in den Markt. Markt. Ich hab den Markt gewählt. Ja, let's go, Freunde. Okay, das bedeutet, wir haben jede Map einmal getestet. Oh, da sind wir jetzt hier im Markt angekommen. Und okay, wir holen uns sofort unser Rainbow Card ab in der letzten Runde, in der Profi-Koch-Runde. Okay, wir müssen alles rotes Essen holen. Rot, rot, rot sind alle meine Farben. Yeah. Hey, weißt du, was ich muss? Auf Toilette? Woher weißt du das? Was, sehe ich auf Toilette? Nein. Ja, du kannst gerne eine kleine Toilettenpause machen, Vitamina. Habe ich nichts dagegen. Natürlich nicht, Centex. Ich muss nämlich die ganzen Rainbow-Items einsammeln. Ja, ich bin auch schon fleißig dabei, hier alle Rainbow-Items einsammeln. Oh, Freunde, das ist jetzt hier das ultimative Battle. Okay, rot gegen welche Farbe bist du nochmal? Lila. Okay, rot gegen lila. Ey, hör auf zu. Ey, Junge, hör auf. Ey, alle wollen dir was kaufen. Verdammt doch mal, dann gehe ich hier was anderes. Man muss halt schauen, wie gut der Teammate ist, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe meinen Mate gar nicht gesehen. Ich habe bis jetzt nur auf mich geachtet. Hast du deinen Mate gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe da echt... Moin. Oh, wir haben ungefähr gleich holen. Okay. Das wird auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denke ich mal. Ja, es kommt jetzt auf unsere Mates an, ne? Auf unsere Teamkamerade. Ja, das stimmt. Ob die auch okay. Alles hier snacken. Was haben wir denn überhaupt hier zum Essen im Markt am Start? Ich bin ehrlich, meiner hat ein bisschen wenig im Korb. Okay, wir haben Kuchen, haben wir. Lecker Schmecker. Wir haben hier... Oh, Donuts. Warte mal, hast du meinen schon gesehen? Alter, es gibt einfach lila Toast. Oh, lecker. Hast du meinen schon gesehen? Meinen roten? Nee, leider nicht. Na, super. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Vitamine dabei. Wo ist mein... Doch, ich sehe sie. Ja, und? Sie steht neben mir. Sie steht gerade auf... Nee, sie farmt. Und die hat nicht mal wenig, ehrlich gesagt. Okay, okay. Aber wir müssen das Ganze natürlich nicht nur kaufen hier im Supermarkt, sondern auch snacken. Snack Mac. Oh, yeah. Dann würde ich sagen, zack. Snack Mac Backpack. Du sagst es, Vitamin. Alter, hast du überhaupt noch Platz in deinem Magen drin vom ganzen Essen? Nö, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Roter Fisch haben wir hier. Okay, ich gehe jetzt verkaufen. Jo, ich auch. Oh ja, okay. Okay, wir gehen beide verkaufen. Das ist sehr, sehr gut. Komm. Vitamin, also, du wirst ablosen. Boah, Alter, du hast ja richtig viel. Ihr werdet ablosen. Okay, wir legen alles ab. Alles wird abgelegt und sofort wird sich hier ans Messer gemacht und hier alles hier, zack, lecker, schmecker hier, geschnitten, hier ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Gewürz. Was denkst du, schneidest du oder isst du? Nee, ich schneide. Sie isst einfach. Junge, sie isst mein ganzes Essen weg schon. Okay, ihr habt 2 Punkte. So viel wie ihr gegessen habt, kann die ja auch noch nicht haben. Ja, keine Ahnung, was sie da macht. Die ist relativ langsam. Bitte essen. Ich mache hier schon das Essen die ganze Zeit. Alter, wie langsam ist sie? Wieso? Ja, guck mal, wie wenig Punkte. Ah, okay, jetzt snackt sie ein bisschen mehr. Oh mein Gott, okay. Ihr seid Team Blau, ne? Ja, wir sind Team, Nein, wir sind immer noch lila, Mann. Ja, so, jo, Blau. Alter, okay, Blau hat sogar auch mehr Punkte als ja, wir. Ja, Blau geht übelst ab, ne? Ja, okay. Das wird auf jeden Fall ein krasses Battle hier in der heutigen Farben-Challenge. Schnell. Ich muss kochen, Alter. Sie hilft mir aber nicht. Das Ding ist, wir haben halt keine Rainbow-Items mehr. Wir haben nur noch einzelne. Ja, oh, okay. Ich hab noch ein paar Rainbow-Items hier. Echt? Ja, an der Spitze. Ich glaube, das sind die einzigen. Oh, aber, Freunde, okay. Das Problem ist, sie hilft mir nicht. Ich muss hier schnell alles kochen. So, Tomaten schneiden, Salat schneiden. Ja. Wenn es so weitergeht, wird Lila gewinnen. Als ob. Also keiner von uns gewinnen wird. Hä? Ich bin Lila! Achso, du bist Lila. Ja, alles klar. Hast du eine rot-grün-rot-lila-Schwäche? Ja, ich habe eine Vitamine-Zuhörenschwäche. Und damit gewinne ich, Junge! Was? Als ob das bedeutet, Vitamine, der Profikoch, ist auf jeden Fall back am Start. Ah, ich hatte leider keinen guten Mate am Start. Sie hätten mir das ganze Essen nur weggegessen. Ah, Senti, immer auf den Mate schieben, ist richtig. Ja, wer von uns hat denn hier den wunderbaren Kochhut auf, ne? Ja, das ist immer noch die Puppe Sentex. Ich sehe nur Salat auf deinem Kopf. Alter, kann man den Salat eigentlich essen? Probier mal. Warte mal. Und. Aua! Zieh mal nicht so an den Haaren, Mann! Ja, ein bisschen Gewürz fehlt da noch. Und Freunde, wir spielen mal zusammen
den ultimativen Car-Obby. Also den Auto-Obby, wo wir hier 4 verschiedene Schwierigkeitsstufen haben. Einmal einfach. Oh ja. Yeah. Mach mal Vorfreude. Wie der geflogen ist. Oh ja. Yeah. Dann haben wir als nächstes. Hier haben wir auf der anderen Seite Mittel. Ja, da wird schon mal ein bisschen schwieriger. Hart bis hin zu super hart. Oh ja. Yeah. Und ey, eine Katze am Steuer? Hä, hast du überhaupt einen Führerschein, Kollege? Ich glaube, entspann dich. Der will mich überfahren. Der spinnt doch hier. Warte mal, ich steig einfach mal bei den ein. Jojo, ab geht es. Let's go. Mit einer Katze am Steuer. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ich hoffe, wow. Was geht ab? Okay, er probiert direkt den super harten Obby zu schaffen. Aber Freunde, ich würde sagen, ich hab Lebensangst. Ich will zurück. Ab geht es. Da sind wir wieder back am Start. Da haben wir schon mal unser Auto gespawnt. Und wir fangen als erstes so an. Hier mit dem einfachen Auto Obby. Oh ja, und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier über diese Rampe schwingen. Mit Anlauf fahren wir jetzt. Und wow, und Bremse brennt. Nein. Leute, seid ihr angeschnallt? Wenn ja, dann kann euch nichts passieren. Und wir haben natürlich hier verschiedene Aussehen. Mit solchen, oh, ein SUV. Boah, da passt ja ultra viele rein. Jo, Leute, ab geht es. Düdüch, hier ist euer Taxi da. Hey, pass mal auf. Hast du Tomaten in den Augen, ey? Wohin fährt der denn? Hey, soll ich dich mitnehmen? Steig ein. Ab geht es. Der steigt direkt aus. Der so, nee, mit diesem Psycho. Wow. Fahr ich nicht. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Haltet euch einfach gut fest. Oh, wie knapp war das denn? Okay, jetzt müssen wir hier, okay, an diesen Stangen hier vorbei. Warte mal, können wir nicht einfach hier am Rand vorbei? Okay, das klappt schon mal nicht. Ey, komm schon, das ist erst hier der Easy-Obby. Ey, wir haben zwar das gleiche Auto gespawnt. Das ist doch hier der Einfach-Obby. Also, so schwer darf das Ganze doch eigentlich nicht sein. Okay, Freunde, jetzt mit Konzentration. Okay, Bremse. Er fällt auch runter. Ganz vorsichtig. Fahren wir jetzt hier über die Brücke rüber. Und okay, jetzt müssen wir quasi an diesen Stangen vorbei. Und, oh nein, ich glaube, wir haben nicht das beste Auto. Wir haben so ein großes Auto dafür ausgewählt. Ich glaube, das ist voll gegen die Pfosten gefahren. Ja, so, alles gut. Ja, wir durchschlängen uns. Oh nein, gut hier durch. Okay, jetzt noch hier vorbei. Und dann, Freunde. Okay, let's go. Da haben wir das Ganze auch geschafft. Und ab geht es. Wir fahren Neo über die Rampe. Schnell bremsen. Und oh, jetzt kommt hier Eis oder sowas. Ich glaube, hier rutschen wir jetzt hier. Okay, ganz langsam. Alles gut, Leute, da hinten. Jo, perfekt. Okay, jetzt müssen wir nur noch diese Stufen hier hoch. Diese Treppe hier nach oben fahren. Komm schon, ich glaube, was ist das dann? War das dann hier der einfache Obby? Ich glaube, das gibt ein paar Kratzer. Eieiei. So, vorwärts, rückwärts. Und da haben wir es geschafft, Freunde. Und jetzt kommt die ultimative Rampe. Und let's... Wow, alles gut, alles unter Kontrolle. Let's go. Da haben wir es geschafft. Bam, den einfachen Obby. Und warte mal, zurück zum Spanien. Und wow, was geht denn mit dem ab? Jo, alles gut. Zurück zu Spanien, anstatt zum Spawn. Hola. Wir sind in Espanol, Spanien. Okay, Freunde, das war jetzt hier der Einfach-Obby. Und wir können sogar... Was? Wir können eine Limousine spawnen. Yeah, da sind wir in einer Limousine. Und dann würde ich sagen, Freunde, mit der Limousine probieren wir jetzt hier den Medium, also den mittleren Obby hier zu bestreiten. Okay, Rampe, check. Und oh nein, da ist mir runtergefallen. Okay, auch hier haben wir so einen Eisbereich quasi, dass wir jetzt hier vorsichtig übers Eis fahren müssen und bloß nicht runterrutschen dürfen. Boah, das ist echt sehr, sehr rutschig hier. Aber okay, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und was? Was kommt jetzt als nächstes? Wir müssen jetzt... Oh nein, wir müssen jetzt hier perfekt quasi geradeaus mit den... Oh nein, Mist, ich habe es ja schon verbastelt. Nein! Leute, ruf mir den Abschleppwagen. Ich glaube, ich habe ein Problem. Oder, Freunde? Oh, was? Wir haben es doch geschafft. Okay, wir haben es doch geschafft. Easy peasy, lemons cheesy. Oh nein, ich glaube jetzt. Oh nein. Jetzt stecken wir aber wirklich fest. Oder, oh nein, okay. Wir konnten uns doch gerade retten. Einfach nur vorsichtig gerade ausfahren. Oh, jetzt über die Brücke. Bloß hier nicht mit unseren Reifen hängen bleiben. Perfekt. Das haben wir was auch geschafft. Oh, jetzt habe ich hier so eine unsichtbare Straße oder sowas. Genau. Wir müssen jetzt quasi hier den unteren Weg folgen. Auch hier ganz vorsichtig. Oh, man sieht es so ganz leicht. Ihr seht es. Oh, aber auch hier fahren wir jetzt. Bloß nicht runterfallen. Oh, bremsen. Oh, wir waren schon mit einem Reifen draußen. Aber, Freunde, okay, das haben wir auch geschafft. Okay, weiter geht es. Als ob wir... Kein Checkpoint. Das ist hier das Schwierige. Aber, aha. Easy peasy, lemon squeezy und... Oh. Oh nein. Nein. Nee, nicht ernsthaft, oder? Warte mal, können wir einfach aussteigen und den Wagen anschieben oder sowas? Oh, mit Anlauf. Mit Anlauf. Ja. Komm schon. Ganz vorsichtig nach vorne fahren und jetzt... Bäm. Und okay, ich glaube,
Das bringt nichts. Ab geht es zurück nach Spanien. Wir haben hier sogar verschiedene Skins, also verschiedene Autos. Ihr könnt euch einen Jeep kaufen. Okay, dann würde ich sagen, komm, lass mal probieren, den mittleren Obby hier mit diesem Jeep hier zu bestreiten. Let's go. Und dann würde ich sagen, spawnen wir das Ganze. Hey, hey, ich werde mich entführt. Hilfe, Hilfe, ich wurde entführt. Oh mein Gott, wer ist er denn? Wer hat mich denn entführt? Ey, du Kollege, lass mich hier sofort raus, ey. Ich glaube, wir sitzen sogar auf einem Kindersitz, ey. Wir sind ein bisschen zu groß. Mein Kopf knallt gegen die Decke. Okay, Freunde, vielleicht werden wir es ja mit ihm hier schaffen. Ja, vorsichtig, den mittleren Obby hier zu bestehen. Ganz, ganz vorsichtig. Schalte runter den ersten Gang und dann... Oh, wie ein Profi fährt er hier durch. Okay, wenn du es jetzt schaffst, das Level zu beenden, dann werde ich dich nicht anzeigen bei der Polizei, dass du mich entführt hast. Ey, langsam, langsam, langsam. Oh mein Gott, der rusht hier durch. Ja, wir kommen zum Unsichtbarkeitspart. Ey, der ist voll der Profi. Guckt den euch mal an, ey. Der fährt hier wirklich, als würde das hier nicht... Oh nein, oh mein Gott. Das zum Thema Profi. Jetzt ganz, ganz... Oh nein, langsam machen. Er ist total ungeduldig. Der so... Oh nein, die Polizei ist hinter mir, verdammt doch mal. Der ruft die Polizei an. Oh nein. Nein, Freunde. Okay, genau an der gleichen Stelle bin ich auch gefällt. Oh, schafft er es noch, das Auto zu retten? Er ist ausgestiegen. Na super. Und warte mal. Was passiert jetzt mit uns? Wir haben keinen Fahrer mehr. Und warte mal. 3, 2, 1 und... Nein. Ab geht es. Ganz, ganz vorsichtig jetzt hier. Oh, mit unserem Jeep. So, let's go. Da sind wir jetzt hier in unserem Jeep. Und hier sind wir letztes Mal gefailt. Dann würde ich sagen, ganz vorsichtig. Ja, okay. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Ab geht es. Und jetzt bloß hier nicht runterfallen. Und perfekt. Okay, okay. Weiter geht es. So, wir müssen eigentlich immer nur korrigieren quasi. Und oh, dann geht es da gleich schon ab nach unten. So, jetzt vorsichtig. Oh, hier drauf mit den Reifen. Bloß nicht hängen bleiben. Und let's go, Freunde. Und jetzt geht es ab. Und nein. Nächster Versuch. Ab geht die Post. Und jetzt müssen wir... Oh, let's go. Hier durch. Und wir haben es geschafft. Ha, den mittleren Obby geschafft. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wird es Zeit für meinen Urlaub. Ab geht es nach Spanien. Hola. Da sind wir wieder back. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, okay, was können wir uns noch gönnen als nächstes? Wir können uns als nächstes einen Sportwagen kaufen. Und ich glaube, den brauchen wir jetzt auch. Denn jetzt geht es ab. Wir kommen jetzt zum schwierigen Part. Oh mein Gott. Wir spawnen das Ganze hier sofort. Hier unseren Sportwagen. Und, oh, so sieht das Ganze aus. Ich glaube, dem, wow, wie ist der denn? Hä? Warte mal, der fliegt? Hä? Hackt der? Freunde, was war das? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach durch die Luft geflogen. Yo, steig ein, Rich Man. Ja, ja. Nur für die Reichen hier, Freunde. In unserem Sportwagen. Und jetzt würde ich sagen, ab geht es im harten Obby. Okay, okay. Die erste Rampe war schon mal easy. Oh nein, jetzt müssen wir hier sogar lenken. Okay, Freunde, so. Oh, nein. Nein, nein. Ich glaube, die Fahrt endet hier, Kollege. Weiter geht es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen das Ganze hier... Oh, bisschen... Oh oh, langsamer machen, ja, so. Ach komm, wisst ihr was, let's go. Ey, er wartet auf mich jetzt so, yo, bist du auch mal da, komm, steig ein. Er hat einfach auf uns gewartet, so. Okay, die Brücke ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig. Hier müssen wir immer so rechts, links, okay, perfekt. Und jetzt, ab geht es hier mit der Mega-Rampe. Und Alter, wie weit geht denn bitte der schwierige Parcours? Bis da ganz hinten. Okay, das ist jetzt ultra hart, glaube ich. Vor allem, es gibt auch keinen einzigen Checkpoint. So, okay, die Treppe, die kennen wir natürlich alle. So, die können wir easy peasy nach oben gehen. Okay, den nächsten Bereich, den kennen wir auch. Aber der schwierige Part geht so, so ultra lange. Okay, werden wir es schaffen, auch hier den ganzen hier bis zum Ende zu kommen. Halt dich gut fest, Kollege. Du bist ja gar nicht angeschnallt, ey. Wenn wir angehalten werden, dann gibt es eine Strafe für mich, ey. Oh, dann müssen wir jetzt hier an den Säulen vorbei. Eieiei, das wird teuer. Der Spiegel ist kaputt. Ich hoffe, mein Auto ist hier gut versichert. Aber, oh, okay, ja, wir haben es fast geschafft. Können wir hier durch? Let's go. Wir quetschen uns hier durch. Und, oh, was ist das jetzt hier? Ah, es ist wieder was Unsichtbares oder so? Ah, wir müssen wahrscheinlich wieder hier, oh, den Weg entlang fahren. Und diesmal sehen wir, glaube ich, die unsichtbaren Risse hier gar nicht. Also die Umrisse quasi. Und das bedeutet, es wird nochmal umso schwieriger. Aber Freunde, ohne große Probleme werden wir das Ganze auch schaffen. Aber wir fahren lieber ein bisschen rückwärts. Dass wir jetzt hier bloß nicht runterfallen. Aber Freunde, ich glaube, okay, let's go. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und oh, Achtung, festhalten. Und yo, wo sind wir jetzt hier? Oh, schnell bremsen. Bremsen. Okay, okay, weiter geht es. Alles gut bei dir? Lebst du noch? Der hat schon in die Hose gemacht wahrscheinlich. Oh nein, jetzt müssen wir jetzt hier... Wir müssen jetzt hier... Ob geht es hier... Oh, vorsichtig hier drüber fahren. Ich will bloß nicht zu schnell fahren, weil eine falsche Bewegung könnte das Ende sein. Wir sind so weit. Wir sind so weit gekommen. Bei diesem schwierigen Obby. Aua, aua, mein Po tut weh, aber let's go. Okay, okay, da geht es jetzt weiter. Oh, wir sind jetzt hier beim Eis.
Ohrbereich, Ohr, wir sind fast aus, gut. Okay, der Eisbereich geht auch. Ich glaube, das Obby ist gar nicht mal so schwer, aber dafür kommen so tausend Sachen hintereinander, ohne einen einzigen Checkpoint. Okay, ich würde sagen, Freunde, halt dich gut fest. Jetzt kommen wir zum Ende. Oh, driften. Wir driften jetzt hier. Yeah, yeah, yeah. Ab geht es hier um die Ecke auf dem Eis. Aber ich glaube, dann sollten wir auch schön lenken, links, rechts. Und dann sollten wir aber auch das geschafft haben. Okay, okay, weiter geht's. Oh, jetzt nehmen wir Anlauf. Ab geht es. Sechster Gang. Wir schalten in den allerbesten Gang. Und jetzt, oh, müssen wir diese Rampe nach oben kommen. Oh, schaffen wir das überhaupt? Sind wir schnell genug? Sind wir schnell genug? Yeah. Boom. Natürlich sind wir schnell genug. Alter Schwede. Okay, okay, es kommt jetzt wieder. Oh, dieser Part hier. Ganz, ganz vorsichtig. Keine falschen... Oh, Bewegung machen. Wir sind ein bisschen schnell. Wir sind... Oh, nein. Nein. Oh, komm schon. Und let's go. Okay, wir haben es schon mal weiter geschafft. Und was... Was ist das denn jetzt hier? Jetzt sind da irgendwelche Hindernisse oder sowas hier im Weg. Okay, aber auch das werden wir schaffen. Also hoffentlich natürlich. Wenn wir einfach nur ganz langsam drüber fahren, dann komm schon. Dann schaffen wir das Ganze. Oh nein, okay. Ich glaube, wir dürfen aber auch nicht zu langsam. Oh, nein. 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 Bitte ruft jemand den ADAC und... Oh nein, er hat auch gefällt. Er ist auch stecken geblieben. Ja, na super. Da sitzen wir jetzt beide im Auto fest. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüber. Okay, jetzt sind wir hier beim nächsten Hindernis angekommen. Auch hier, oh, fahren wir schnell rüber und let's go. Okay, okay, da sind wir weitergekommen. Wir sind bei der Eisfläche. Oh, es geht aber noch so ein gutes Stück weiter entlang. Deswegen, oh, und ab geht es. Der Mega-Drift. Okay, und jetzt würde ich sagen, Freunde, okay, ich glaube, wir müssen Vollgas geben. Wir müssen jetzt Vollgas geben. Wir drücken jetzt schon aufs Gaspedal drauf. Komm schon, dass wir hier den Sprung... Oh nein, schaffen. Wow, oh nein, nein, oh. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Oh, okay, wir lehnen noch. Alles gut, alles gut. Okay, aber ich glaube, wir brauchen Anlauf, damit wir den Sprung schaffen. Dann würde ich sagen, oh, wir fangen von hier an. Und ich hoffe, wir werden es überhaupt schaffen, den Sprung. Und... Nein. So knapp. Okay, Freunde. Aber ich denke mal, das war jetzt hier der harte K.O.B. hier. Und wir haben noch einen letzten vor uns. Ein finales Level, nämlich den superharten. Und dafür spawnen wir uns das allerletzte Auto, Freunde. Was gibt es denn hier? Und was ist das hier? Hecktür? Warte mal. Was ist das denn hier für ein Auto? Das allerletzte Auto, was uns jetzt hier noch ka-ching freischalten können. Und oh mein Gott. Das Schwierige war schon super, super schwierig. Aber, Freunde, wie wird dann der Superhard-Modus aussehen? Oh mein Gott, okay, als erstes, Freunde, oh, mit diesem riesen Auto fahren wir eine Rampe und, okay, das war's schon. Wir haben jetzt schon vermasselt, oder können wir noch irgendwie rückwärts fahren? Nee, das geht nicht. Okay, ich glaube, das Auto ist einfach viel zu groß, was wir hier gekauft haben. Wir probieren es nochmal. Wir geben, wow, nicht auf. Was ist das denn für eine Schrottkarre? Ja, na super, fliegende Reifen. Warte mal, können wir damit überhaupt fahren? Nee, was war das denn für ein Fail? Okay, da würde ich sagen, ob geht es so, einmal bitte, jawohl, ein schönes pinkes Auto jetzt. Ah, das ist doch stylisch. Und wir probieren es nochmal. Diesmal vielleicht nicht zu schnell. Und oh, was? Das ist ja unmöglich. Schon der erste Sprung. Okay, wir brauchen ein neues Auto. Wir probieren es mit dem Abholung. Hier, let's go. Das Standardauto. Wir haben es geschafft, Freunde. Okay, mit dem Jeep. Aber das ist erst der Anfang vom Anfang, ey. Das geht hier jedoch. Oh nein, richtig ab. Alter, wie soll man denn jetzt hier drüber fahren? Hier ist es so. Die Balken sind ja... Oh nein, schon schrecken. Das ist super. Warte mal, nein. Haben wir jetzt schon gefällt? Links, rechts, irgendwas? Boah, wir können vielleicht noch... Oh mein Gott, rückwärts fahren. Alter, das ist ja wirklich unmöglich. Wir sind weitergekommen. Freunde, ihr seht es. Oh, wir haben jetzt diesen ersten Bereich geschafft und sind jetzt hier auf dieser Eisfläche hier angekommen. Okay, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das hat schon so lange gedauert. Aber, Freunde, wir sind doch immer noch am Anfang. Ihr seht es. Oh mein Gott, was ist das? Erstmal, wir kommen nicht mal... Nee, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, Freunde. Komm schon, jetzt müssen wir es doch aber schaffen. Wow, Alter, habt ihr das gesehen? Jo, first try einfach. Okay, jetzt hier vorsichtig über die Eisfläche. Bloß nicht mit dem Reifen irgendwo hängen bleiben. Aber wir machen das gut, wir machen das sehr, sehr... Ich hasse dieses Spiel. Komm schon und... Oh, ja, okay, wir sind wieder beim Eisgebiet. Das ist erst das allererste Hindernis. So, ganz, ganz vorsichtig, Freunde. Bloß jetzt nicht wieder hier irgendwo... Nein. Hey, stecken bleiben. Abschleppdienst, hallo?
kann mich wieder abholen kommen. Oh, warte, warte. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Alpine Slide to Taylormon. Und in diesem Spiel, Freunde, testen wir mal, oh mein Gott, die längste Rutsche in Roblox. Es geht wirklich hier runter. Ihr seht, es geht da lang, dann geht es da lang, dann geht es da lang, da und dann geht es in diese Roblox-Charakter rein. Junge, das sieht aus wie eine XXL riesengroße Wurst, ey, diese Rutsche. Aber ich würde sagen, okay, Leute, wir fangen natürlich an. Was steht hier? Okay, C für die Kamera drücken und B zum Bremsen. Das bedeutet, wir haben hier so ein Fahrzeug. Oh ja, ganz schön eng hier drin, aber alles klar. Sitz auf meinem Schoß, kein Problem. Und das bedeutet... Hey, Achtung, Achtung, wow. Oh mein Gott. Oh nein, der kann doch nicht jetzt zu Fuß rennen. Aber Freunde, irgendwie, ich glaube, wir haben einen kleinen Unfall gebaut. Wir müssen... Ey, aua. Fahrt, gib Gummi da vorne. Also, Alter, ich hab Angst, Mann. Ich bremse schon. Er hat jetzt schon gebremst. Na toll, das kann ja was werden. Okay, Freunde, wir spawnen uns. Oh, perfekt. Okay, ein lilanes Auto haben wir bekommen. Okay, das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, wir müssen selber jetzt hier mit diesem Auto runterfahren. Aber wir müssen auch bremsen. Wow, oh mein Gott. Okay, bremst, bremst. Okay, oh, yeah. Ja, toll. Das sollte nicht passieren. Oh, wir können unser Auto noch pushen. Push. Ja, komm, fahr. Fahr, 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 fahr. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Entschuldigen Sie. Gibt es hier ein ADAC auf der Rutsche? Ich bin stecken geblieben. Okay, Stück für Stück. Ja, ja, ja. Bauen wir wieder langsam Geschwindigkeit auf. Ja, wir pushen das Ganze. Wir dürfen natürlich nicht zu schnell bremsen. Okay, Freunde, ich glaube, das Ganze wird hier gar nichts mehr. Das, nein, wird nicht so. Oh nein, da ist auch einer runtergefallen. Okay, okay, aber jetzt habe ich den Dreh raus. Das bedeutet, wir müssen wirklich jetzt perfekt fahren. Wir dürfen nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam fahren. Das wird die Challenge sein. Und dabei die längste Rutsche runterfahren können. Okay, das wird immer so, oh, kurz vor den Kurven können wir immer so ganz leicht bremsen, würde ich sagen. Okay, hier ist easy peasy. Okay, gib Gummi. Jetzt geht's einfach nach vorne. Einfach nach vorne. Es wird jetzt nicht gebremst. Okay, oh mein Gott. Wow, 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 wow. Okay, okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Let's go. Und wir... Junge, wir sind noch ganz oben. Ich dachte, wir haben schon ein bisschen was erreicht, aber... Naja, ich würde sagen... Wow, festhalten, Freunde. Let's go. Und wir haben sogar verschiedene Items. Wir können sogar... wir können sogar verschiedene Autos klauen von anderen Spielern. Und wir können sogar die Strecke einfrieren. Das werden wir zum Schluss machen, Freunde. Wie wird wohl die längste Rutsche aller Zeiten aussehen? Komplett eingefroren. Da wird es ja super glitschig und rutschig, ey. Junge, Junge. Und Alter, sind wir stecken geblieben? Push! Push! Let's go, komm! Gib Gummi! Gib Gummi, Alter! Junge, was ist das überhaupt für ein Auto hier? Diese Schrottkarre hier, komm schon! Gib noch nicht den Geist auf! Bitte, bitte, bitte! Wir müssen das hier zusammen ans Ziel schaffen! Oh ja, ganz schön wackelig hier! Ey, bis jetzt muss ich gar nicht bremsen! Bis jetzt fahre ich einfach durch und pushe sogar noch ab und zu! Also ich fliege ja gar nicht aus der Kurve raus! Okay, ich soll es vielleicht nicht zu früh sagen! Aber ich würde sagen, let's go. Oh, ist das ein Checkpoint oder irgendwie sowas? Oh, was ist das Ganze jetzt hier? Okay, ich würde sagen, Vollgas. Let's go und... Oh, bremsen, bremsen, bremsen. Okay, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gebremst. Oh nein. Oh nein, wir sind langsam. Wir sind langsam. Nein, wir brauchen Boost. Nein, wir sind stecken geblieben. Komm schon. Nein, komm schon. Warte mal, können wir unser Auto anschieben? Komm schon. Schieb unser Auto an. Schieb unser Auto an. Komm schon. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Und unser Auto ist gespawnt. Nein. Nein, unser Auto ist weg. Oh nein, er rennt auch. Also, Alter, ich habe keine Lust mehr. Hä? Junge, er fliegt. Okay, nicht schlecht, muss ich sagen. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Tschüss. Oh, wir können sogar unser Auto customizen. Okay, wir können jetzt hier die Farbe so ändern. Ich würde sagen, wir brauchen ganz viel Blau. So, dann würde ich sagen, dass wir so einen lilanen Ton haben und ein bisschen Rot. Zack. Dann würde ich sagen, wir safen das Ganze. Ja, na klar, mit Robux. Nimm's meine ganzen Robux. Ich habe hier eh nicht ganz wenig. Oh, wir können sogar Cobblestone, Concrete, Diamond. Okay, okay, okay. Zack, let's go. Dann haben wir das Ganze jetzt abgespeichert, hoffe ich natürlich. So, und dann würde ich sagen, mit unserem Diamond. Okay, also ich sehe hier das Diamond nicht, aber Freunde, wir haben jetzt ein lilanes Auto am Start. Let's go. Und wir können uns sogar einen Booster kaufen. Warte mal, einen Booster? Oh, okay. Was macht das Ganze jetzt? Was macht das Ganze? Jo, was? Let's go. Das bedeutet, okay, okay, wir dürfen aber natürlich nicht zu schnell sein. Wir können hier, wow, Turbo. Wir können so einen Turbo-Boost aktivieren. Wie cool ist das denn? Junge, es kommt einfach so Feuer aus unserem Po jetzt hier raus. Let's go. Wow, okay, okay. Volle Power, mal schauen. Oh, wir fallen noch nicht runter. Alles easy, wow. Okay, ganz schön, oh. Ganz schön wackelig hier, muss ich sagen. Aber, yo, das ist ja mega cool hier. Mit dem Feuerboost geht es jetzt hier ab. Oh, okay. Vor uns ist auch noch einer. Ein bisschen beeil dich bitte. Ich, nicht, dass ich hier gleich... Oh, oh mein Gott, nein. Nein, nein. Oh, nein.
Live, dim, dim, dim. Und langsam, oh, Bremse. Oh, okay, wir dürfen jetzt nicht aus der Kurve rausfallen. Uiuiui, ganz schön wackelig. Aber Freunde, ihr seht es, ja, wir sind schon ein bisschen weit gekommen. Ich würde sagen, wir haben noch einiges vor uns bei dieser Rutsche. Und ich hoffe, dann werden wir es, oh, okay, Bremse, oh, oh, okay. Junge, guck mal eine Sekunde nicht hin. Direkt schon macht das Fahrzeug, was es gerade will. Das ist ja unglaublich. Okay, Freunde, Boost. Oh, okay, okay, ich hoffe, das war nicht zu schnell. Boost. Let's go, wir boosten immer so ein bisschen. Oh, oh. Okay, ich hoffe, es ist schon ein bisschen riskant. Das Problem ist, es gibt keine Checkpoints, Freunde. Wenn wir einmal runterfallen, dann raste ich komplett aus, weil dann müssen wir alles wieder von vorne machen. Jedes Mal. Oh, 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 oh mein Gott. Okay, kurz mal die Vollbremse gemacht. Junge, Junge, ich bin da fast aus der Kurve rausgeflogen, ey. Wer hat diese Rutsche gebaut? Das ist hier gefährlich, verdammt nochmal. Ich glaube, hier müsste mal drüber geschaut werden. Ansonsten, ja, fällt hier gleich noch irgendeine Person raus oder irgendwie sowas. Aber, oh, wir nähern uns dem Charakter immer und immer mehr. Oh, 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 okay, brems, brems, brems. Okay, kurze Verstaufpause. Boost und weiter geht's. Weiter geht die Fahrt. Wir fahren heute auf Klassenfahrt. Duda, Duda. Let's go, Freunde. Ah, schaut ihn euch mal an, wie er uns schon anlächelt. Er weiß schon, haha, du kommst eh niemals zu mir. Ja, ja, das wird er sehen. Schaut mal, wie weit unten wir sind. Oh mein Gott, wir haben nicht mehr viel vor uns. Wir haben tatsächlich nicht mehr viel vor uns. Und dann sollten wir es geschafft haben. Die längste Rutsche. Oh, nochmal Boost aktiviert. Okay, jetzt nicht auf den letzten Meter runterfallen. Okay, Vollboost, Vollboost, Vollboost. Ja, 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 ja. Wow, okay, bremst. Ich bremse lieber nochmal. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. Aber immer so ein bisschen boosten kann man auf jeden Fall auch. Da sind wir hier schneller am Ziel. Oh, oh. Und jetzt mit Vollboost. Let's go. Ha, wir haben es geschafft. Winner, Winner, Chicken Dinner. Let's go. Ach, Hallöchen. Seid ihr auch im Team der Gewinner? Die war easy peasy, diese Rutsche. Oh, schaut euch mal diese Rutsche an. Von da ganz oben sind wir jetzt hier bis nach unten gerutscht. Okay, krass. Ja, kriegen wir auch irgendwas? Wow, wir haben eine Couch. Alles dafür, für diese Couch, die nicht mal schön aussieht, Junge. Junge, es sieht aus, als wären das hier so kleine Mini-Würstchen oder irgendwie sowas. Einfach eine Couch aus Würstchen. Okay, und dann haben wir, so einen Spielautomaten, den man nicht mal, wow, wir können nicht mal spielen. Wir können nicht mal spielen. Es ändert einfach nur die Farbe. Okay, also ich glaube, naja, ich habe ein bisschen was Cooleres erwartet hier am Ende. Aber, naja, ansonsten haben wir hier, ja genau, so ein paar Pads, damit ich sagen, wow, ab geht es auch oben. Oh, was ist das hier? Aha, ist das vielleicht irgendetwas Interessantes? Okay, ja, interessant, ist es Geld oder so? Naja, wir gehen noch weiter nach oben. Vielleicht finden wir hier ganz oben an der Spitze gar nichts. Aber Freunde, wir haben es geschafft. Ihr seht, wir haben es jetzt hier bis zu ihm hier geschafft. Let's go. Gibt es vielleicht irgendwo ein Secret oder sowas hier in seinem Kopf drin? Nee. Ganz schön leer in seinem Kopf, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich was gesehen. Lass uns mal da sofort hingehen. Was haben wir denn da? Ah, natürlich noch eine Couch. Der einfach auf seiner Schulter hier. Let's go. Hat der einfach so ein kleines Wohnzimmer. Ganz gemütlich. Der hat hier so eine Couch hier. Mhm. Ein Fernsehen, der blau zeigt. Interessant. Aber wir können wieder... Oh, unser Auto spawnt. Unser Diamantauto. Und jetzt können wir... Warte mal. Boost. Oh mein Gott, kommt schon. Let's go, let's go. Wir können wieder die ganze Strecke, ihr seht es, ab nach oben fahren. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, kommen wir zu einer krassen Challenge. Was passiert, wenn wir die längste Roblox-Rutsche mit Eis einfrieren? Junge, 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 werden wir auch diese Challenge zusammen schaffen? Alter, wie hoch geht das Ganze denn bitte? Let's go! Wow, okay, jetzt hier nicht aus der Kurve rausfallen. Und da sollten wir... Oh nein, ab geht es ins Wasser. Es wird Zeit für eine kleine Abkühlung. Whee! Yeah, let's go. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, das warme Sommerwetter ist zu Ende. Alles gut bei dir, alles gut. Ey, du musst dich reinsetzen, pass auf. Okay, sie hat einfach unser Diamantauto geklaut. Das ist mein Auto, das ist mein Auto. Ich hoffe, Junge, wie schnell ist die, Alter? Die rutscht da gleich raus. Du musst auch bremsen, ey. Okay, Freunde, wir werden es tun. Wir werden... Hä? Wo haben wir das Ganze? Ah, da. Okay, wir können ihr Auto klauen. Aber, Freunde, nein. Wir werden jetzt die ganze Eisstrecke einfrieren und werden sie zu Eis verwandeln. Und, wow, oh mein Gott. Die Rutsche ist ganz schön eisig. Okay, okay, mal schauen, ob der es schafft. Jo, 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 jo. Oh mein Gott, da ist er. Okay, er ist da. Okay, er hält sich gut. Er bremst aber ein bisschen mehr. Okay, Freunde, ich würde sagen, mal schauen, wie werden wir uns jetzt anstellen. Let's go. Wir setzen uns ins Auto. Okay, ich glaube, boosten ist auf der Eisstrecke keine gute Idee. Und, oh nein, 40 Sekunden, dann ist die Eisstrecke. Wow, weg. Was?
Junge, wir sind instant rausgeflogen, okay? Ich glaube, mit dem Boosten, das können wir... sein lassen. Jetzt spawnen wir hier. Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Oh, vorsichtiger sein. Wir drücken auf die Bremse. Junge, ich bremse doch schon hier, was das Zeug hält. Und trotzdem sliden wir... sliden wir hier die ganze Eisstrecke runter. Okay, er hat schon aufgegeben. Oder sein Auto ist irgendwie kaputt gegangen. Okay, was passiert, wenn wir ganz bisschen boosten? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Wow, okay, bremse. Ganz, ganz schnell bremse. Okay, 30 Sekunden ist das Eis wieder weg. Und, hallo, hat jemand ein Taxi bestellt? Hä, wo muss er hin? Ich wollte ihn eigentlich abholen kommen, aber, naja, oh mein Gott, bremse. Wir sind fast aus der Kurve rausgeflitzt, Alter, Junge. Rausgeslidet hier auf der riesengroßen Eisslide hier. Aber, okay, wenn wir normal fahren, geht das Ganze schon. Oh, fit. Aber wir müssen natürlich ein bisschen bremsen vor den Kurven. Ansonsten wird das Ganze hier eine ganz schön eisige Tour. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wir werden es schaffen, Freunde. Wir werden es schaffen. Und wir müssen nochmal die Eisstrecke nochmal einfrieren. Ey, wo ist das ganze Eis hin? Das ist hier ganz schön schnell geschmolzen, muss ich sagen. Und der Winter ist wieder da. Let's go. Wir fahren jetzt hier noch die Eisstrecke hier runter. Wow, wow, wow. Ab geht es. Okay, mit Vollboost. Jo. Nein. Bremst. Wow. Nein. Okay, Freunde, ganz vorsichtig. Kart pushen. Komm schon. Wir hängen fest. Ja, komm schon. Warte, ganz bisschen boosten. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ja. Wir haben uns gerettet. Okay, weiter geht es. Oh, bremsen lieber. Bisschen bremsen. Ja, gar kein Problem für den König. Oder da oben ist wer. Und, oh nein, slow down. Nein, da ist mir runtergefallen, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Oder vielleicht ein bisschen... Wow. Junge, ein bisschen viel. Okay. Wir müssen echt einen Gang oder zwei oder drei oder vielleicht vier Gänge sogar zurück. Oh, schalten. Ganz schön wackelige Angelegenheit hier. Aber, okay, wir kommen ihm näher. Und er fährt schon hoch. Er fährt schon die Strecke. Nein. Komm schon. Und... Okay, wir haben ein Problem. Wir fahren rückwärts einfach. So, wie regeln wir das Ganze jetzt am besten? Ich glaube... Nein, Freunde, wir sind jetzt ein bisschen falsch rum. So, ja, irgendwie vielleicht links, rechts. Ja, toll, jetzt sind wir ganz stecken geblieben. Wow, was war das jetzt? Alle guten Dinge sind drei oder vier. Ich habe schon aufgehört zu zählen, wie viele Versuche wir mittlerweile haben. Aber diesmal dürfen wir nicht irgendwo stecken bleiben. Wir dürfen nicht ausrutschen und wir dürfen nicht auf einmal rückwärts fahren oder irgendwie sowas. Aber ja, da lächelt er schon. Wir kommen ihm immer und immer näher. Und auch diese Challenge werden wir ohne große Probleme natürlich schaffen. So, ab geht es noch einmal hier runter. Und dann, Freunde, let's go, würde ich sagen, boosten wir uns zum Schluss ins kalte Wasser. Und auch diese Challenge mit der eingefrorenen Rutsche haben wir erfolgreich geschafft. Let's go. Und, Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Saitama Battlegrounds. Und dieses Spiel hier, Freunde, wurde für eine kurze Zeit gelöscht. Und nun ist es endlich wieder back. Und endlich können wir uns die Köpfe einschlagen. Oder, Alter, Junge. Den Kopf eingeschlagen? Junge, ja. Oh mein Gott, Freunde, ich habe nichts zu brauchen. Alter, ich kann nichts mehr tun. Die Junge, anderen haben super krass. Okay, wieder. Wir verbinden uns, okay? Wir verbinden uns erstmal. Okay, ich würde sagen, gegen ihn. Er hat die krasseren Fähigkeiten. Und, wow, oh mein Gott. Ich glaube... Oh, drauf, Sandy! Oh mein Gott, sehr, sehr gut. Warte, jetzt. Und... Bam, let's go. Und... Wow! Yo! Ich weiß gar nicht, was abgeht. Freunde, nämlich, wir haben hier vier Fähigkeiten. Oh mein Gott. Wir haben einmal so einen normalen Schlag, den wir benutzen können, ne? Alles klar. Bam! Okay, das ist unser normaler Schlag. Dann haben wir... Was ist das hier? Noch... Wow! Junge, was hast du denn da für Feuerhände? Sorry. Oh, sorry. Okay, ey, hau den weg, Sandy! Alter, ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich hab ihn auch besiegt. Ah, nee, das bist du gewesen. Okay, ja. Und dann haben wir einen normalen Anlauf und... Oh mein Gott, Junge. Und wir können hier, glaube ich, sogar wegdashen oder sowas, ne? Ja, wir können uns so verteidigen. Okay, ich wurde auch besiegt. Da ist er. Okay, dann würde ich sagen, was ist das hier? Wow. Wow. Junge, wir werden nur weggefetzt von jedem, ey. Ja, das stimmt. Und oh mein Gott. Sorry. Das wollte ich nicht. Das war der falsche, glaube ich. Weißt du, was ich da für ein Gefühl habe? Der hat uns jetzt
voll auf den Kicker, ne? Ja, das könnte natürlich sein. Aber Freund, ich glaube, es gibt sogar noch eine Ulti, oder? Ja, aber dafür musst du unten den Rage-Mode voll machen. Oh ja, okay, ihr seht es. Das ist die Rage-Leiste unten. Ja, und ich sage wieder, ich eile zur Hilfe. Und Alter, komm schon. Bam, ich hab ihn besiegt. Oh, er hat nicht mehr viel Leben. Nein, er hat nicht mehr viel Leben. Oh mein Gott, er hat nur noch rote Leben. Okay, Freunde, normaler Schub wird aktiviert. Bam. Und zack, aber komm schon. Oh. Hey, ich hab mich schon wieder erledigt. wieder. Junge, du darfst es nicht mit dir anmachen lassen. Oh Gott. Oh nein. Hilfe. Wow. Junge, jetzt so eine Feuerattacke, okay, oder sowas. Warte mal, wo bist du? Warte mal, ich sehe. Ja, ich bin da, wo die Explosionen sind. Kommt dir zur Hilfe, okay? Ja. Aua. Oh mein Gott. Blitzschlag. Ja, oh mein Gott. Er ist besiegt. Haben wir ihn? Wir haben ihn besiegt. Yeah. Aua, das ist der nächste direkt. Oh mein Gott. Okay, Vitamin, ich würde sagen, bist du ready für meine Ulti? Ich weiß gar nicht, was meine Ulti kann. Aber ich würde sagen, Freunde, die Ulti wird aktiviert. Oh mein Gott, Alter. Wow. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe so einen Feuerball abgeschlossen. Oh nee, wir haben jetzt zwei neue Fähigkeiten, glaube ich. Oh. Wow. Ich glaube, du musst jemanden damit hitten. Ja, ich glaube auch. Ey, Junge, ich krieg nur auf die Nase. Oh mein Gott. Der Todeszähler wird aktiviert. Oh mein Gott. Was passiert? Und oh mein Gott, du machst ihn, glaube ich, One-Hit. Und, jo, da kommt eine Faust. Eine Faust kommt, Freunde, von hinten. Und oh, Alter. Was? Wie krass war das? Hast du das gesehen? Ja, du hast ihn zerstört, Mann. Junge, was war das bitte für eine krasse Superfähigkeit? Muss sagen, Alter. Okay, ich eile zur Hilfe wieder, Miele. Ich eile. Sandy. Ja, tschüss. Ich hatte hier gerade Probleme. Oh Gott, Junge. Lass meinen Freund. Oh! Okay, der, ich glaube. Ich bin fertig gerade. Ja, Junge, was hat der gegen dich, ey? Ich glaube, irgendwie. Hast du ihm was angetan? Nee, aua! Aua! Alle werden hier komplett weggespielt. Aua. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ja, nein! Ich auch. Aber wir können sogar blocken. Stopp! Ich möchte nicht angegriffen werden, also darfst du mich nicht angreifen. Hä? Ich mach das wirklich? Ja. Ich will nicht angegriffen werden. Oh Mann, ey. Also, bei dir klappt das nicht so ganz, muss ich sagen. Nee, tatsächlich nicht. Oh Mann, oh Mann. Aber Freunde, ich glaube, es gibt sogar andere Charaktere, die wir auswählen können, ne? Ja, genau. Was ist das hier? Genau. 1 vs 1 Spielmodus. Okay, trete mal diesem 1 vs 1 Spielmodus bei. Okay. Passiert dann was? Oh, Duel Q. Ja. Oh, wir sind jetzt in einem anderen Spiel oder sowas. Yo, ich bin im anderen Spiel. Oder nee, ich bin im Weltraum. Okay, ich glaube. Oh boy. Können Sie gegeneinander kämpfen? Oh, und akzeptieren. Jetzt kriegst du auf die Nuss. Links, rechts, vorne, hin. Okay, entspann dich, Kollege. Geht's los? Oh. Mann, bleib mal ernsthaft, ich knapp dich, okay, Junge. Saitama Battlegrounds. Okay, Vitamine. Ah, wir müssen jetzt einmal einen Charakter wählen, ne? Lass es mal. Was hat mir gerade eben den Glatzenheld? Fertig, will ich dich machen. Okay, wir wählen den Glatzenhelden aus mit einer Glatze. Muss ja. Ich den gleich nehmen? Nee, alles gut. Okay, let's go, wir dashen uns da vorne. Okay, Vitamine. Komm her. Yo, Junge, was hast du für eine Superfähigkeit? Keine Ahnung, ich habe eigentlich fast ähnliche wow. Wie du. Wow, Junge. Was geht denn jetzt ab? Zündschloss! Attacke! Bam! Okay, das ist unsere Nahkampfattacke oder irgendwie sowas. Okay, dann was ist hier? Normaler Schuh. Mehr? Oh, und nimm das hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Hab ich dich getroffen? Nee, anscheinend nicht. Ja, das ist klar. Normaler, was ist das hier? Wow. Let's go. Du machst übelst gut Damage. Ja. Aua! Friss das! Ey, warte mal, ich kann auch normal schlagen. Guck mal. Oh, aua. Hä? Junge, das ist die übelst unfähig. Ich kann gar nichts machen. Hä? Echt? Ich schlag einfach nur. Nein. Hä? Womit schlägst du denn? Ey, du hast gesagt, dann ist Pause. Dann darf man nicht angreifen. Ja, okay. Stopp. Spielpause. Frieden ist immer besser. Vitamine? Ja? Komm her. Oh. Okay, beruhig dich. Es war nur ey, Spaß. Das nimmst du hier zurück, Mann. Du hast mich nicht angegriffen. Was ist das denn? Au. Junge, du hast einen viel krasseren Agent als ich. Alter. Ich weiß gar nicht, welcher der... Ja, du hast so heftige Fähigkeiten, die du benutzen kannst. Ey, aua. Oh, das sah cool aus von mir. Und normaler Lauf. Und wow. Junge, du verlierst so wenig Leben aber, ne? Ja, aber trotzdem hast du mich schon gut getroffen. Bäm, friss yo, das. Jo, Alter. Friss das wieder, Bidi. Blitzschuss. Oh mein Gott. Oh, okay. Ich glaube gegen deinen Feuer-Superkraft habe ich keine Chance, ey. Junge, du fliegst ja wie Iron Man rum. Was geht da? Aua, heiß. Okay, Freunde, vielleicht ist der Charakter doch ein bisschen zu gut. Aber ist mir auch egal, Mann! Okay. Oh nein. Okay, Vitamine, bitte, wenn du noch ein bisschen Mitleid mit mir hast, bitte tu mir nichts an. Sicher? Okay, ich lass dich in... Komm her, ich mach dich fertig. Okay, warte mal, ich mach dich fertig, Mann! Bam, Junge, wo bist du? Komm her. Oh mein Gott. Okay, rest in Rio. Rio?
Ja, ich glaube, das war... Ey, Moment, ich bin wieder back, was geht ab? Du kannst übrigens jetzt einen anderen Charakter auswählen, ne, oben. Nö. Nee? Nee. Freunde, wir wählen als nächstes mal den Heldenjäger aus. Und Sandy, was hast du nun für Fähigkeiten? Du hast doch gefragt. Fließendes Wasser. Oh, ich habe jetzt so einen Wasser-Agent. Dann habe ich hier... Oh, was ist das hier? Ein Wirbelsturm oder so. Wow, okay. Habe ich dich getroffen. Und Jägerangriff. Oh, Junge, ich schleudere dich zurück. Junge, Alter. Reiß dich mal ein bisschen okay. zusammen. Friss fließendes Wasser. Bam. Oh mein Gott, Junge. Okay. Oh, ja, leg dich nicht mit uns ein. Wieder mit du. Du hast mich verkloppt, Junge. Sorry. Leg dich nicht mit uns ein. Ey. Ja, Mann. Sorry. Junge, du hast dein Agent nicht unter Kontrolle mit deinen Feuerfähigkeiten. Ja, komm, okay. Hau du drauf hier. Ja, ja, ja. Wir sind jetzt Feuer und Wasser. Feuer und Aua. Aua. Oh ja. Au. Oh, fließendes Wasser. Bäm. Boah, ist so cool. Kann Zack. Nein, dass okay. du uns angreift, Sandy. Na, auf gar keinen Fall. Wir benutzen jetzt hier diesen. Wow, diesen Wirbelsturm oder irgendwie sowas. Ah, ich will den auch mal benutzen. Und Jägerangriff. Oh, wow. Oh. Hast du sehr gut gemacht, Sandy. Greif ihn nochmal an! Ja, chill! Chill mal, Junge. Ich muss hier meine Fähigkeiten müssen laden. Und, wow, oh. Okay, ich glaube, ihm geht es nicht so gut. Ihm geht das Ganze gar nicht gut. Oh, sorry. Ey. Ja, Sandy. Ja. Kein Problem, dass du mich mit einer riesengroßen Feuerkugel angreifst, Junge. Bäm! Attacke! Aua. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sandy, ich hab ne. Oh mein Gott. Ich hab ne. Ich bin Bein geworden. Hast du ihn benutzt? Ja. Also soll ich die mal machen? Ich habe jetzt auch spezielle Fähigkeiten gerade. Ja, warte. Ich weiß halt nicht, was das passiert, ne? Warte, soll ich die gegen dich machen oder jemand anderes? Wow, oh mein Gott, jemand hat seine Ulti gezündet in der Mitte. Oh mein Gott, Alter. Alles wurde zerstört. Sandy, soll ich das gegen dich machen oder jemand anderes? Ja, komm, zeig dir, was du drauf hast mit deiner Ulti. Oh. Okay, okay. Okay, ja, ich warte. Ich habe hier... Kleines Problemchen hier. Alter, meine Ultis funktionieren nicht, hä? Ah, du musst die aktivieren und hast unten neue Fähigkeiten. Ja, ja, hatte ich. Jetzt bin ich, wow. Jetzt ist er weg. Ach, hier sehen Sie einen Loser. Toll. Ich hab ihn gleich besiegt und bam. Junge, wir schleifen ihn. Und, okay. Und ich hab ihn richtig fertig gemacht. Bam. Und nochmal nachdrehen. Junge, das ist so cool, ey, die Kämpfe. Das macht so viel Spaß hier mit den krassesten Fähigkeiten hier anzugreifen. Oh. Okay, easy peasy, zack, wir weichen ihm aus, oh, das ist so cool. Wir müssen unbedingt unsere Ulti auch nochmal hier aufladen bei dem Charakter. Yo, das macht echt Bock, Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, meine Ulti ist ready, aber Vitamine weiß es noch nicht. Neue Vitamine, na? Auf ein faires 1 gegen 1, Attacke! Oh yeah, okay, wir benutzen erstmal die normalen Attacken. Und jetzt würde ich sagen, Vitamine, bist du ready? Jetzt mache ich dich, fertig, Attacke. Du wirst vernichtet! Junge, ich bekomme langsam Angst vor mir selber. Ich bin tot. Oh mein Gott, Freunde, was war das für eine krasse Ulti? Aber ich würde sagen, komm, zum Schluss testen wir noch den allerletzten Charakter aus. Und Junge, ich werde verkloppt. Verkloppt? Lass dich nicht verkloppen, Sandy! Niemals! Oh mein Gott, guck mal, wir können jetzt alles auf einmal benutzen hier. Oh, das ist so cool. Bam! Oh, alles klar, ich glaube, oh, ich lebe noch. Moin. Ich werde niemals aufgeben. Haha. Verhängnis voller Beute wird aktiviert. Und, joho, wie wir die immer so zum Boden stampfen. Und, ich wurde weggemietet. Schaut uns an. Wir haben jetzt, die Superkräfte von dir, Vitamine. Nämlich, diese Feuer-Superkräfte. Nice, ne? Ja, da würde ich sagen, Zündstoß. Bam. Wird aktiviert. Okay. Und, Wow. Junge, was passiert? Ja, warte mal, jetzt reicht's mir mit dir. Komm mal her, mein Freund. Oh mein Gott. Bam. Hä? Alter, warum kann ich einfach nichts von dir benutzen? Let's go. Und Jet Dive. Wow. Oh mein Gott, damit kann man so hoch boosten, ne? Hä, ich kann keine Ulti von dem benutzen. Das sind echt krasse Fähigkeiten, muss ich sagen. Die wir jetzt hier auch von diesem Charakter haben. Guck mal, er schaut nur zu. Moin, alles klar? Wird Stress? Oh, friss das. Aua. Man kann einfach keine Ulti von dem benutzen, Sandy. Ja, ich glaube, das ist noch hier so ein früher Zugang, weißt du? Wir haben ihn jetzt mit Robux gekauft, den Charakter. Ja. Aber ich denke mal, Freunde, das sollte genug Action sein. Junge. Ich habe überall blaue Flecken und Beulen, ey. Von diesen spannenden und lustigen Kämpfen. Junge!
Jung, du hast pulverisiert, du hast dich erledigt. Das war dein Ulti. Was? Ja, das war dein Ulti. Sicher? Ja, Junge, ich wurde zu Pulver, ich wurde komplett schwarz. Aber Freunde, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit den spannendsten Kämpfen, mit den heftigsten Superkräften und Fähigkeiten, die ihr jemals gesehen habt. Und ich muss sagen, Vitamine, komm her, der Gewinner ist ja wohl eindeutig. Ja, lass mich in Ruhe. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist ein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.